Ich erzähle mal was über Herzgrab. Ja, bei Audible gab es was und beziehungsweise bei Audible gab es das schon ich glaube im letzten Jahr, Dezember oder Januar vielleicht, ist es schon rausgekommen und seit 7.3. gibt es das Ganze auch beim Hörverlag auf MP3-CD. Herzgrab heißt es, ist von Andreas Gruber und ist wieder ein ungekürztes Hörspiel, wie man es bei Audible schon hat. Auch wieder ein Thriller. Es geht darum, um eine Privatdetektivin aus Wien, die einen vermissten Maler auffinden muss. Und sie hat einen Ex-Mann, der beim österreichischen BKA arbeitet, der nach einer verschwundenen Österreicherin sucht. Und beide haben, naja, so ein bisschen typisches Scheidungsproblem miteinander. Sie können eigentlich nicht so gut, tatsächlich können sie dann doch gut miteinander, aber sie sind auch auf unterschiedlichen Pfaden unterwegs, merken aber irgendwann dann doch, dass beide Fälle deutlich miteinander zu tun haben. Ja, sie müssen dann irgendwie zusammenarbeiten, tun es aber auch nur so auf eine begrenzte Art. Tatsächlich bleibt es lange Zeit so, dass man in zwei Handlungssträngen erzählt, was das Ganze tatsächlich auch ziemlich gut in der Erzählung macht, weil man immer so an spannenden Momenten umswitchen kann und die Spannung dann in der Luft bleibt, dass dadurch schon ziemlich gut gelöst ist und man nicht immer nur an einem Strang weitererzählt, sondern ja, wie man das halt von anderen Thrillern kennt, also gutes Thriller-Handwerk an dieser Stelle. Das Ganze mündet dann in eine abstruse, ist vielleicht das falsche Wort, aber es hat eine skurrile Erklärung hinter dem Ganzen und das ist, glaube ich, so das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, weil das auch so zu sehr Thriller-Baukasten ist mit so einem, ja, nicht direkt Serienmörder-Ding, aber so ähnlich hängt das Motiv doch in der Luft mit so einem etwas komischen Motiv, was, naja, nicht ganz glaubwürdig ist, sagen wir mal so. Es wirkt ein bisschen konstruiert an sich, aber das stört dann letztlich nicht großartig, weil es bis dahin richtig gut erzählt wird und das dann doch ein unterhaltsamer Thriller ist. Kein ganz großer Thriller, wo ich jetzt sage, das müsst ihr unbedingt hören, das würde ich nicht sagen, aber wenn ihr Thriller mögt, solltet ihr es zumindest hören. So gut ist es dann doch und es hat mich auch über die lange Spielzeit, also es dauert 600, also 10,5 Stunden, bis es rum ist, hat es mich doch ziemlich gut unterhalten. Also, wie gesagt, kein Bombast-Hörspiel, nichts, was so in der Liga von den Fitzek-Umsetzungen spielt. Ein bisschen drunter ist es, aber immer noch gut genug, um gehört zu werden und besser als vieles, was man ansonsten angeboten bekommt. Also kann man wirklich gut hören, aber kein zwingendes Muss. Ja, dann zu den Holy-Klassikern. Fleißig geht's dort weiter. Wir sind bei Folge 35, aber die Folgen, ihr wisst schon, ist Wumpe. Huckleberry Finn heißt selbige. Kennt man ja so ein bisschen. Dirk Jürgensen hat das Ding bearbeitet, der diverse Sachen letzter Zeit bearbeitet hat, die mir gut gefallen haben. Nach Mark Twain natürlich. Ja, ich musste während des Hörens feststellen, dass ich, glaube ich, noch nie Huckleberry Finn gehört habe, tatsächlich. Doch, nein, nein, Habe nein, ich? lass dich nicht abbringen. Das ist tatsächlich eine Story, die ich so auch von Huckleberry Finn kenne. Ich kenne Huckleberry Finn, habe ich schon einige Umsetzungen gehört, aber diese Passage ist, glaube ich, Okay. bewusst mir da auch noch nie begegnet. Das ist wahrscheinlich so der Pinocchio-Effekt. Ja, vielleicht. Ja. Gibt es halt diverse und hat man sich immer Genau, eine die rausgegriffen. wurde immer bisher ausgespart. Aber es ist schade. Also das nicht, denn die ist tatsächlich sehr unterhaltsam. Das Ganze spielt nach den Abenteuern von Tom Sawyer und Huckleberry Finn, also nachdem sie den Schatz gefunden haben, reich wurden und ja, Huckleberry Finn hat ja diesen prügelnden Vater im Hintergrund, der sich jetzt ja aus der Versenkung wieder meldet und mit seinem Sohn wieder zusammenkommen will, weil ihn natürlich das Geld lockt. Und Huck versucht zu fliehen und schafft dies auch und hat dabei den Sklaven Jim mit dabei. Und die beiden schippern dann den Mississippi entlang, während im Raume steht, dass Huckleberry Finn selber tot ist tatsächlich, weil er eben seine Flucht so inszeniert hat, dass man eben das meinen könnte, dass er tot ist. Und während er quasi für tot gehalten wird, schippert er, wie gesagt, mit Jim auf dem Mississippi entlang und trifft auf merkwürdige Gestalten. Und diese sind der Herzog und der König, gespielt von Norbert Lang und Peter Kröger. Das sind zwei Trickbetrüger. Und die beiden haben so ein aristokratisches Auftreten und versuchen halt den Leuten durch Theaterstücke, in denen es um nichts geht, zum Beispiel den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen und ziehen halt dadurch auch den Unmut der Zuschauer auf sich und müssen dann eben auch fliehen und im Schlepptau haben sie dann eben Huckleberry Finn und Jim und dann geht's daran, ja, einen großen Coup zu landen und sie versuchen jemanden ja auch wieder durch Trickbetrug auszurauben.
Und ja, ist halt dann letztlich so, ja, Spoiler, dass Huck Finn ihnen da einen Strich durch die Rechnung macht. Und ja, das ist tatsächlich eine sehr unterhaltsame Geschichte. Ja. Sehr flockig aufbereitet das Ganze, also wieder wirklich schön bearbeitet von Dirk Jürgensen, und das macht wirklich Spaß, das zu hören, und tippitoppi besetzt. Peter Görger nochmal zu hören ist natürlich sehr schön, Christian Rohde auch, ist also auch sind drin, beide ja. zu hören. Wäre eigentlich witzig gewesen, wenn die beiden die Trickbetrüger gespielt hätten. das hätte ich sehr originell gefunden. Und Norbert Langer, also wirklich toll. Das hat wirklich Spaß gemacht und... Tatsächlich, ja. Es war tatsächlich schade, dass es nur diese eine Episode war. Letztlich dann ja. Ja, wirklich schön war. Also da gibt es ja noch einiges, also von gerade die Huckleberry Finn ist, glaube ich, sogar viel umfangreicher als die Tom Sawyer und Huckleberry Finn Story. Mhm. Passiert ja eigentlich bei dieser Flussfahrt noch viel, viel mehr, und ist eigentlich ja schade, dass man so, aber das ist ja halt das gute alte Hörspielhandwerk, sowas auf ein kleines Hörspiel runterzubrechen. Funktioniert super. Ja, kann man nicht meckern, ja. Dann gab es noch was anderes, ein Special. Wir hatten es ja schon im Update April erwähnt, dass man die nächste Staffel von Hummel, Hummel, Mord, Mord erst im Mai erwarten kann. Und dafür zwischendurch hat man allmonatlich ein kleines Special, ein sehr kurzes Special. Also das März-Special dauerte auch nur 4 Minuten und ist ein kleines Scharmützel zwischen John Ment und dem Hauptkommissar Mendenberg. Also der John Ment als eigentliche Figur und Hauptkommissar Mendenberg, also ein alter Ego, spielen gegeneinander im quasi im Morgenquiz von Radio Hamburg. Nicht mehr als eine kleine nette Zwischenepisode, hat natürlich nicht den Charme der großen Folgen, die dann immer in der Viertelstunde dauern. Die großen Folgen. Aber zumindest ist es ein nettes Gimmick, so eine Wartezeit mal zu überbrücken. Sollten sich vielleicht der ein oder andere Hörspielmacher auch mal überlegen, wenn sie so immer so halbe Jahre zwischen ihren einzelnen Folgen brauchen, ob man nicht mal so ein 3-Minuten-Ding irgendwie mal einfach so ins Netz haut, damit die Fans einen nicht vergessen. Dafür fand ich es dann ziemlich gut und war dann auch originell und lustig genug, damit man die Serie im Hinterkopf behält und ja, gerne im Mai da wieder einschaltet. Schön. Ist ja nicht mehr lang. Das stimmt. So, ich werfe mal kurz ein. Von M.R. James war Zimmer 13. Ah, okay. Verlorene Herzen, das fand man doch ziemlich gut, ja. Das Traktat Mythos, das weiß ich, kann ich nicht mehr zuordnen. Runenzauber, das kann ich noch zuordnen. Ja, und den Eschenbaum, der ist auch von M.R. James. Ja, ah, okay, genau. Das ist schon gute. Ja, zurück ins Radio. Es gibt einen neuen Krimi von Dominik Busch. Was heißt neuer Krimi? Er hat noch gar keinen Krimi geschrieben. Aber Mich hat im letzten Jahr ja mit dem Hörspiel Unsere Fahrräder wiegen nichts und kosten ein Vermögen, hieß es so? Ja. Zumindest ähnlich hieß es, ja. Aber ich glaube schon, dass es so hieß, ja. Jetzt hat er seinen ersten Krimi vorgelegt. Ja, es ist auch wieder so ein Krimi, also der etwas ungewöhnlicher erzählt wird, weil es geht mehr darum, um die Motivlage, wie es zu einer Tat kommt. Also es wird quasi der Weg zum Verbrechen gezeigt und nicht der Weg vom Verbrechen bis zur Aufklärung, sondern quasi die Aufklärung ist quasi im Hörspiel direkt zu hören und führt dann quasi zum Verbrechen. Es geht um einen Angestellten einer Firma, Mitte 50. Er war quasi das Brain und eigentlich die Seele des Betriebes und wird jetzt gekündigt. Und so aus dem Nichts heraus, er hat sein Leben eigentlich davon so geplant, dass er also eben bis zur Rente in dieser Firma bleiben kann, gutes Geld verdient, entsprechend Haus und Familie und alles finanziert bekommt. Und jetzt steht er halt vor dem Problem, dass er auf der Straße sitzt. Aber er möchte natürlich den Schein wahren und versucht das Ganze zu vertuschen, dass er eben nicht mehr arbeitet, was ihn insbesondere finanziell in einige Bedrängnis bringt. Das sorgt dafür, dass er irgendwann auch zu unlauteren Mitteln greift. Und das sorgt wiederum dafür, dass die Schlinge um seinen Hals halt immer enger wird und irgendwann unausweichlich diese Bombe platzen wird. Und das ist verdammt gut erzählt. Es ist vielleicht jetzt vom Aufhänger nicht das Originellste, weil das hat man natürlich schon gehört, so mit so einer Scheinidentität aufrechterhalten wollen und entsprechend dadurch sich Schwierigkeiten einstellen. Das ist jetzt vielleicht nicht besonders neu, aber originell ist es, wie es erzählt wird. Also, dass man diese Entwicklung so genau miterlebt und auch diese Bedrängnis fühlt und auch eigentlich diese Ausweglosigkeit darin erkennt. Also wenn der erste Schritt mal gemacht ist, dass man dann kaum noch eine Möglichkeit hat, da wieder zurückzugehen, sondern sich dann immer tiefer und tiefer in diesen Strudel begibt und
Das wird tatsächlich von Dominik Busch wirklich erstklassig erzählt und man hat als Hörer auch die Möglichkeit, ja, es geht ja gar nicht anders. Er muss ja jetzt in dem Moment so handeln, weil davor hat er ja schon so gehandelt. Und das ist wirklich super. Und was ich halt toll finde, dass man halt auch auf dem Krimi-Hörspielplatz sowas Originelles dann auch transportieren kann, was vielleicht den Krimi-Fan an sich, der jetzt so mit ihr seinen Radiotatort und Sherlock Holmes so zufrieden ist, vielleicht ein bisschen verstören wird, weil das, ja, wie gesagt, die Leiche am Anfang fehlt. Aber ich würde euch mal empfehlen, da reinzuhören und dem Ganzen eine Chance zu geben, weil ich fand das ziemlich gut, ziemlich unterhaltsam. So, dann zu den Inselkrimis. Folge 4, Todesfalle Fehmarn. Bei Contendo ist das Ganze rausgekommen. Die Geschichte ist von, ja, einem guten alten Bekannten, Marc Freund. Ja, worum geht es? Es geht um Hannah. Hannah hat einige Probleme, hatte einige Probleme und die hingen mit ihrem Ex-Mann zusammen. Das schält sich aber erst so nach und nach in dieser Geschichte raus. Hannah will Abstand nehmen und fährt dann genau nach Fehmarn zusammen mit ihrem Freund, um ja so ein bisschen Vergangenheit hinter sich zu lassen, aufatmen zu können und so weiter. Dort erfährt sie dann aber, sie wird angerufen, dass ihr Ex-Mann gesehen wurde. Was eigentlich nicht sein kann, weil ihr Ex-Mann, und da schält sich eben ein Teil ihrer Vergangenheit so nach und nach raus, eigentlich in der psychiatrischen Anstalt sitzen sollte. Wie kann das sein? Sie versucht, den zuständigen Arzt zu erreichen, der verspricht, zu ihr zu kommen, auf die Insel zu kommen. Und ja, es bleibt immer noch die Frage, wie kann es sein, dass Arno nicht mehr dort ist, wo sie ihn vermutet. Dann gibt es halt, das, ist halt das eine Thriller-Moment. Es gibt etwas, was eigentlich nicht sein kann. Und ja, was steckt wohl dahinter? Und dann geht die wilde Hetzjagd los. Arno taucht dort tatsächlich dann auf Fehmarn auch auf und verfolgt nicht nur Hannah, sondern auch die Leute in ihrer Umgebung, damit aber nicht genug. Es ist nicht nur Hannah und Arno dann auf der Insel, sondern auch die Familie von Arno, die anscheinend auch noch eine Rechnung mit Hannah offen haben, weil sie Hannah die Schuld geben, dass alles so gekommen ist, wie das gekommen ist. Viel mehr will ich nicht verraten. Außer, dass das rein vom Inszenatorischen her tatsächlich, wie man das bei Contendo gewohnt ist, recht gut erdacht ist. Also es gibt zum Beispiel so eine relativ lange Verfolgungsszene am Strand, wo halt komplett auf Erzähler, immer super komplett auf Erzähler verzichtet wird und alles über Geräusch erzählt wird und über, ja, das Gehetztsein der Protagonistin, das man zu hören bekommt. Also das macht Contendo wirklich super, das muss man wirklich sagen, dass man da ganz bewusst eben die Stärken des Hörspiels ausspielen will und das dann auch tut. Ja, Inselkrimi finde ich ein bisschen problematisch, weil ja, es ist halt, ja, es ist auf Fehmarn, es ist, man rennt so am Strand rum, aber so was anderes ist es dann auch nicht. Das ist das eine Problem daran, was ich das sehe, ja. Das ist das eine und das andere, dass halt so ein paar Thriller-Typen typische Sachen passieren, die man halt kennt, wenn man schon so ein paar Thriller gehört hat. Was aber nicht den ein oder anderen Twist nochmal verrät vorab. Die sind dann tatsächlich, die kommen dann so ein bisschen, jetzt nicht aus dem Nichts, aber doch überraschend. Ja. Wobei ich den am Schluss so ein bisschen komisch aufgesetzt finde, ganz ehrlich gesagt. Und nur so bedingt nachvollziehen schon irgendwie die Motivik auch, aber ja, das kam ein bisschen zu überraschend, fand ich. Aber ja, wenn man gehört hat, denkt man auch, ja. Ja. Ist halt so nochmal so einen draufgesetzt. Ja. So als Thriller ist das okay. Thriller-Fans, vor allem die wirklich Hörspiel mögen, den kann man das wirklich ans Ohr wünschen, weil wie gesagt, das macht Contendo echt super, weil man wirklich die Stärken des Hörspiels einfach auch ausspielt und das diesbezüglich einfach richtig macht, finde ich. Und ja, wie gesagt, das andere, ja, das ist ein Gemäkel von ich mir. Ich hatte da mein Problem mit, weil es halt eben ein Klientel anspricht. Also man setzt ja mit dieser Reihe auf so diese Regionalkrimi, so diese Ostfriesen-Krimis von Klaus-Peter Wolf oder so. Da versucht man ja, die entsprechenden Hörer da abzugreifen, die sich für sowas zu interessieren. Ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, dass man das dann von der Idee her schon, aber dann sollte man es auch bitte umsetzen. Und, Dass man da dazwischen krätscht, das ist ja auch ein wieder der Erwartung quasi. Ach so, dass man die Erwartung quasi bricht. Ja, aber ich weiß nicht, ob das so einfach funktioniert. Also mit dem könnte man sich ja bei Titania mit Northanger Abbey rausreden. Das ist halt, wenn man das Genre vorgibt, muss man es entweder machen. Also, oder man muss halt das mit einem Augenzwinkern machen, wie Dirk Schmidt das im Radiotatort macht, dass man quasi genau das Gegenteil erzählt. Also so quasi so ein Anti-Regional-Krimi. Aber also zumindest, dass man zumindest sagt, man gibt nicht vor,
ein Regionalkrimi zu machen, sondern dass man dann halt bewusst damit mit dem Thema auch umgeht. Aber hier, das ist halt einfach ein normaler Thriller, der halt zufällig zu einem Teil auf der Insel Fehmarn spielt. Der könnte auch sonst wo spielen. Also Ja, das ist, stimmt schon. mir fehlt da einfach dieses Inselflair, was ich für ein Regionalkrimi habe. Wenn man mal ein Buch von Klaus-Peter Wolff gelesen hat, da ist die Hälfte, geht nur darum, um irgendwelche regionalen Gerichte, um Musik, die da spielt, um irgendwelche Veranstaltungen, irgendwelche Orte, irgendwelche Sehenswürdigkeiten. Also das ist, ich sag mal, wie eine Tour de France-Reportage im Fernsehen, wo es zu 90% nicht ums Fahrradfahren geht, sondern um die Gebäude, die da drumherum sind, wo die Leute gerade vorbeifahren. Genauso funktioniert eigentlich auch ein Regionalkrimi. Und wenn ich mich in dem Genre bewege, ich meine, es gibt ja noch bei Contento andere Serien, also wenn die jetzt bei Mord in Serie stattgefunden hätte, dieser Fall, wäre das vollkommen okay gewesen. Aber wenn man vorgibt, ein Ja, stimmt Regionalkrimi schon. zu schreiben, dann sollte man es auch machen. Na, da hast du schon recht, ja. Naja. Also insofern würde ich da 3 Punkte abziehen wegen Thema verfehlt. So, dann zu etwas sehr Schrägen. Ins Radio. Inszenierte Sprengung nach einem Motiv aus The Monkey Wrench Gang von Edward Abbey. Ja, ein Hörspiel des WDR aus 2011 von Thomas Böhm und nach, ja, Edward Abbey, weil er dieses Buch geschrieben hat. Ja, was ist das? Martin Sülke hat das ganze Chaos inszeniert. Es geht letztlich, wirft das Ding einen tiefen Blick ins Radio und zwar in die Entstehung eines Hörspiels. Man stelle sich quasi vor, eine Rundfunkredaktion oder die Leute, die verantwortlich sind für das entstehende Hörspiel, hocken zusammen und überlegen sich, was sie aus einem Buch aus dem Jahre 1975, das irgendwie keiner so richtig kennt, aber das ganz toll ist, weil das so eine aktuelle Stimmung einfängt, was man aus diesem Buch rausholen könnte. Und so geht das. Ja, das wilde Hineininterpretieren los. Jeder hat irgendwie eine Idee und letztlich sind alle Ideen irgendwie, weiß nicht, alles hat nur so bedingt mit diesem Buch zu tun und am Ende steht man vor einem riesigen, also für mich war es ein riesiger Scherbenhaufen, der in irgendeiner Sprengung enden soll, die dem Hörer dann um die Ohren geballert wird. Man macht sich Gedanken darum, wer das hört, fand ich spannend, wer das hört und was damit be bewirkt werden soll, an welche Seiten quasi im Hörer angeschlagen werden sollen und ja, was dieses Buch heute noch bewirken kann und ja, und dann in zweiter Linie geht es um die Umsetzung. Und immer die Frage, was ist das? Kunst? Oder kann das weg? Oder kann das weg? Oder ist das Rebellion? Was ist das? Was? Ja, keine Ahnung. Und so steht man am Schluss, wie gesagt, vor einem Scherbenhaufen und weiß nicht so recht, was das jetzt war. Außer, dass es, glaube ich, einen ziemlich guten Blick in so eine Entstehung von so einer Art Hörspiel geworfen hat. Und für den war ich dann tatsächlich dankbar. Aber so recht weiß ich nicht, wem ich das ans Ohr wünschen kann, weil das letztlich ziemliches Chaos ist, was es da zu Okay. hören gibt. Aber nicht uninteressant tatsächlich, weil es eben so ein schönes Meta-Hörspiel ist, dann wieder mal. Okay, muss ich glaube ich mal reinhören. Ja, es ist interessant. Also am schönsten fand ich diese Lagerfeuerszene. Da haben sie dann versucht, so eine Lagerfeuerszene zu machen, was dann nur so halb gelingt. Das ist sehr lustig. Und dann immer die Frage, ob man den, wie viel Freiheiten man den Schauspielern jetzt gibt, ob man die einfach, komm, macht einfach irgendwas. Das ist sehr lustig, ja. Und ich kann mir bei diversen Hörspielen vorstellen, dass das so läuft. Genauso läuft's. Ja, schon. Okay. Und Martin Ja. Sülke hat ja schon so selber ein paar Hörspiele auf dem Buckel. Er wird auch einiges kennen, Schönes Ding. ja. Okay. Aber wie gesagt, mit Bedacht erwartet kein Hörspiel im normalen Sinne. Gut. Also es ist eher für Radionasen, glaube ich, was. Gut, dann wieder zurück zu was Klassischem im wahrsten Sinne des Wortes. Die John Sinclair Classics haben auch eine neue Folge. Die 35, der Voodoo-Mörder, erschien im März. Darin geht es zunächst um eine junge Frau, die per Anhalter unterwegs ist und Durch die Galaxis? leider nicht, leider nur an der Raststätte Spessart Richtung Würzburg, also bei mir Heimat quasi. Bei dir dann auch fast, auf der anderen Richtung. Ja. Genau. Ja, wie es kommen muss, gerade in einem John Sinclair-Hörspiel, passiert dann ein Verbrechen, der, wie nennt man denn den, der nicht Anhalter ist? Der mit, Der also der Fahrer? Aufnehmende, der Fahrer.
Genau. Fahrer ist gut. Ja, er entpuppt sich dann als nicht den Vertreter, den er vorgegeben zu sein, sondern als ein fieser Möb, der die Frau jetzt entführt und mit ihr etwas merkwürdige Sachen macht. Jetzt nicht, was ihr denkt, sondern so eher so John Sinclair-mäßig komisch. Das denkt man aber auch eigentlich, ne? Das ist ja, man denkt es erst, ja? Aber ist dann doch anders. Ja, dann bricht das Ganze ab, beziehungsweise die Frau wird dann später von ihrer Freundin befragt. Sie kam also irgendwie aus dieser Klemme raus. Relativ unbeschadet, denkt man, aber weit gefehlt, denn der lange Arm holt sie dann doch noch ein und es passiert dann etwas vermeintlich Endgültiges. Und nun kommt dann endlich mal John Sinclair auf den Plan und genau, da ist er dann und man stellt fest, das ist kein Einzelfall, sondern es gab noch vier andere, wie das der Klappentext so schön sagt, ein tödliches Netz über den gesamten europäischen Kontinent. Ja, genau, England, Deutschland, Norwegen, der gesamte europäische Kontinent. Naja. Aber ist schon zumindest mal Europa. Ja, und zum ersten Mal tritt dann wohl auch Will Malmann auf den Plan, denn John Sinclair kennt ihn zu diesem Zeitpunkt noch nicht, sind ja wie gesagt die Classics. Und ja, Will Malmann und John Sinclair ermitteln jetzt gemeinsam. Und jetzt muss ich an dich abgeben, weil weiter habe ich noch nicht gehört. Dann kommt, ich weiß nicht, ob du sie noch gehört hast, eine sehr lustige Szene. Dann wird nämlich gesplittet. Will Malmann ermittelt an einer Universität, das scheint nämlich so ein Verbindungsglied der Ermordeten zu sein. Dort laufen so die Stränge zusammen bei einem Professor, den er ausfindig machen will und befragen will, während John Sinclair sich natürlich auf dem Friedhof rumtreibt und die Gräber nochmal angucken will. Ja, und Will Malmann erlebt dann quasi Kafkas Schloss, das auch benamst wird. Das ist tatsächlich sehr lustig, weil er eben durch die Uni geschickt wird von A nach B, von einem Sekretariat ins nächste und ja, nicht die Informationen wirklich so bekommt, die er haben will. Am Ende dann doch und währenddessen wird John Sinclair natürlich auf dem Friedhof von einem dieser Frauen-Zombie-Voodoo-Zombies, die jetzt Voodoo-Zombies sind, angegriffen und fast zu Tode gebracht. Aber John Sinclair, na, ist ja hier, genau. Ist der Jäger, macht das schon. Ja, und dann telefonieren sie sich wieder zusammen und finden dann eben letztlich dann gemeinsam raus, dass es eben tatsächlich mit diesem Professor etwas auf sich hat, der irgendwie in Tahiti war, natürlich, wo sonst, wenn es um Voodoo geht, und dort irgendwas gemacht haben soll. Und ja, er scheint halt irgendwas mit dem Voodoo zu tun zu haben. Und sie finden seinen letzten Aufenthaltsort raus und treffen dort, nicht auf ihn, sondern auf seine Leiche. Ja, Himmel, Herrgott, Sakra, was ist denn jetzt hier los? Steckt jemand anders dahinter? Ja, tut es. Und mehr verrate ich nicht. Außer, dass es dann nochmal rund geht tatsächlich und dass es sogar, na so viel können wir noch verraten, Leuten im Jahr sogar an den Kragen geht. Ich glaube, da habe ich jetzt wahrscheinlich schon zu viel verraten. Auch eine sehr interessante Szene. Das hat man ja bei John Sinclair jetzt auch nicht alle Tage, dass da quasi die Gegnerschaft ins eigene Haus, im eigenen Haus anrückt. Mhm. Ja, doch, Mensch, das hat Spaß gemacht. Das war so eine voll auf die 12 Folge. Will Malmann wird eingeführt, ist ja ein sympathischer Kerl. Das wissen wir ja schon aus der Edition 2000, aus den diversen Aufeinandertreffen der beiden. Das macht großen Spaß, hat ein bisschen Humor gehabt. Wie immer tolle Musik. Also das, ich weiß nicht, ob ich das nicht zu wenig rausstreiche. Wie toll ich die Musik von Andreas Meyer finde. Der findet immer den richtigen Ton. Ich weiß, das ist ein ganz blödes, ganz blödes Bild jetzt. Aber das ist wirklich so. Also, und der gibt sich nie mit irgendwelchen einfachen Chosen irgendwie. Nee, der denkt sich immer irgendwas aus und irgendwas Besonderes aus. In der Folge hat er auch so zwei, drei Sachen. Was das Ganze einfach immer noch mal so ein bisschen raushebt und hochwertiger macht, sage ich jetzt mal. Und ja, doch, das macht Spaß und wie gesagt, voll auf die 12 von der Inszenierung her, tippitoppi und ja, Story, gut. Was ist Voodoo-Zombies halt, ja. Ja, bis jetzt kann ich auch noch nicht klagen. Drauf gekackt. Fand ich das auch sehr, 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 sehr unterhaltsam. Ein großer Spaß ist tatsächlich. Ist auch kein Mixin, keine großen Alten drin. Und das brauchst du auch. Kein Atlantis. Brauchst alles. Geht doch auch so. Vier Voodoo-Zombies fertig. Ja, Punkt. Ach, super. Ja. Und ein Malmann. Dann erzähl doch mal, was der kleine Sinclair macht. Ja. Johnny Sinclair. Oh. Wir sind im zweiten Buch, heißt das ja, glaube ich. Also genau. Der erste war ja ein Dreiteiler, dann wird das ja wahrscheinlich auch ein Dreiteiler. Das wird auch ein Dreiteiler, ja. Johnny Sinclair, die vierte Folge heißt Dicke Luft in der Gruft. Ja, worum geht es?
ganz ehrlich, nach der Folge kann ich euch das nicht sagen. Denn in dieser Folge passiert gefühlt nicht sehr wenig zumindest. Also sehr wenig ist jetzt ein bisschen böse gesagt. Also es gibt eine Klassenkameradin, die mit Johnny und seinem Kumpel in die Klasse geht, in die gleiche. Ja, sonst wäre es keine Klassenkameradin. Ja. Entschuldigung. Also die aus der ersten Folge noch, oder? Die Millie, auch schon. Genau. Genau. Und Millie hat ein Problem, rückt aber nicht so wirklich mit der Sprache raus. Aber sie will die Dienste von Johnny und seinem Kompagnon in Anspruch nehmen, weil sie ja irgendein Problem mit Geistern hat. Viel mehr wissen wir aber nicht, außer dass Millie dann auf einmal nicht mehr zur Schule kommt, was Johnny sehr merkwürdig vorkommt. Und so laufen die beiden zu ihr nach Hause und kriegen aber nicht so wirklich Auskunft, was denn mit ihr jetzt los ist, außer dass sie irgendwie krank ist und irgendeine komische Krankheit anscheinend auch in der Stadt grassiert. Alles sehr merkwürdig, währenddessen Johnny mit seinem Kumpel versucht, sich selbst Visitenkarten drucken zu lassen. Ja, Punkt. Okay. Ich würde euch gerne mehr erzählen, aber so richtig. Ja, wenn mehr passiert. Ich weiß halt nicht. Also wenn, dann müsste man die drei Dinge irgendwie an einem Stück rausbringen. Vielleicht sollen wir es auch erst dann an einem Stück, wenn sie da alle da sind. So ist das, finde ich das echt komisch, da einen Teil rauszubringen, der komplett glaube ich, dann schwierig, weil da, bei so einer Auftragsfolge, ich meine, im ersten Dreiteiler ging das wahrscheinlich noch, weil man erstmal die ganzen Figuren einführen musste. Da war das ja alles, auch anders. Da kam ja noch alles für das, war ja natürlich interessant. Da hast du einen Anhaltspunkt gehabt mit diesen Geistern, die sich da rumtreiben. Der macht einen nach dem anderen platt. Aber hier, da wird zwar einiges angestoßen, hier mit dieser komischen Krankheit und so, aber das auf eine Folge auszuwalzen, also das ist jetzt nicht komplett langweilig oder so. Es passiert dann natürlich schon auch noch was hier, sein Totenschädel, Erasmus von Rottenburg, der macht natürlich auch wieder wilde Sachen und treibt sich in der Bibliothek rum, aber ich weiß nicht. Also ich habe mich danach echt gefragt, was ich da jetzt gerade gehört habe und fand das, dann ist das nicht so dolle. Ja. Nee, also mal gucken, was der Rest macht. Ja, die erscheinen jetzt so also im knapp 2-Monats-Rhythmus, also im Mai kommt die nächste und dann Juni, Ende Juli ist dann der Deckel drauf und dann können wir vielleicht mehr zu sagen. Ja, also da würde ich tatsächlich fast raten, das am Stück zu hören, weil so werdet ihr tatsächlich, finde ich, enttäuscht. Also ich war echt enttäuscht, habe gedacht, was habe ich jetzt da gerade gehört? Also ich weiß nicht. So von Häusern ist das okay, wobei ich muss sagen, ich mag die Musik nicht sonderlich bei Johnny Sinclair. Das ist mir zu... Ist das denn auch Andreas Meyer? Sicher? Ich weiß es nicht, aber es ist ja zumindest... Kann natürlich sein, warte mal. Das ist dasselbe Wobei ich das echt nicht so gut finde. Das ist mir so, Harry Potter ein bisschen abgekupfert. Musik mit freundlicher Genehmigung von Universal Publishing, siehst du, Das ist so uninspiriert. Konserve. Das ist Konserve. Ja. Deswegen, das wirkt auch tatsächlich so. Also, so ein bisschen uninspiriert. Also, da hätte man ruhig Andreas Meyer mit ins Boot holen können. Der hätte da, glaube ich, ein bisschen mehr draus gemacht. Allein die Titelmusik zum Beispiel, die finde ich, also, das ist echt öde. Gut. Weil ich ja die ersten ganz gut fand eigentlich. Ja. Aber das, nö. Okay, ist notiert. Gut. Das trifft's. Dann, Zuschüler. Ja, gleich weitermachen. Ne? Die neuen Abenteuer des Phileas Fogg, die Folge 18, Duell im Wilden Westen. Es geht munter weiter auf der Reise um die Welt in 80 Tagen. Ja, mittlerweile ist man... Darf ich kurz mal einhaken? Ja. War die letzte nicht die in Indien spielte? Hetzjagd durch Asien war die letzte. Ach, gab's ja auch noch. Genau, gab's noch eine. Ich habe übrigens diese Indien-Folge nochmal gehört, weil du gesagt hast, von wegen Sound. Ja, hast recht. Ja, es zieht sich auch fort. Komisch, ja. Es zieht sich fort, das ist Quatsch, ne? Ja. Oh Gott. Jo, also nö. Sprache hängt schon wieder. Ja. Es setzt sich fort, was dort begonnen wurde. Aoda klingt immer noch wie aus dem Blechnapf. Ich habe keine Ahnung. Sehr, sehr merkwürdig. Ja, wir sind in Amerika mittlerweile. So ein paar Sachen passieren natürlich in Asien noch, aber dann landet man in Amerika. Und dort geht es Richtung Wilder Westen und Phileas Fogg trifft auf einen Amerikaner und fängt mit ihm eine kleine Fehde an und das wollen sie dann auch irgendwann mal austragen, ja, als Duell mit Pistolen. Nachdem Phileas Fogg noch in Asien beklaut wurde von einer Frau auf der Straße, aber schlauerweise im Portemonnaie nicht so viel Geld bei sich trägt, weil er sowas schon geahnt hatte,
Da geht es ja immer ums Manipulieren, ne? Seine Reise soll manipuliert werden, dass die fetten Säcke in seinem Club die Wette gewinnen. Kommt er wieder mit dieser Frau ins Gehege, also nicht mit ihr direkt, aber ja, diese Frau versucht halt weiter die Fäden zu spinnen und versucht Phileas Fogg eben von seinem Ziel abzubringen, dadurch, dass sie eben, was im Zug dann ihn auffällt, passiert, wo er dann mit dem Amerikaner auch wieder zusammengerät und es kommt dann zu diesem Indianerüberfall, also ganz wild, wo dann Passepartout entführt wird. Das ist ja im Original auch so, ne? Passepartout wird ja auch entführt von den Indianern und dann versuchen sie ihn wiederzuholen. Ja, aber wer da dahinter steckt, das ist, glaube ich, auch dazu gedichtet, ne? Im Original ist es einfach nur ein Indianerüberfall, oder? Genau, ja. Genau. Und hier wird halt mehr oder minder dazu gedichtet, dass das eben auch alles manipuliert war und eben auch mit dieser Frau wahrscheinlich zusammenhängt. Ja, alles sehr, sehr wild und es ist dann tatsächlich interessanterweise wirkt das ein bisschen zusammengestaucht, obwohl ja die Reise in 80 Tagen um die Welt normalerweise in einem Hörspiel erzählt wird und hier ja sich mit deutlich mehr Zeit gelassen wird, wirkt das trotzdem in der Folge ein bisschen gestaucht. Dann kommt die Geschichte, wie sie die Überfahrt planen. Was heißt planen? Die Überfahrt dann quasi in letzter Sekunde noch irgendwie hindeichseln und mit diesem Schiff, das eigentlich keine Person transportiert, rüber machen und dann alles verfeuern, was an Bord noch so ist. Das ist auch noch drin. Okay. Das ist auch noch drin, ja. Und wie sie dann eben in England ankommen und dann Phileas, muss ich keinen großen Spoiler sagen, oder? Also wer die Geschichte noch nicht gehört hat. Ja. Und dann Phileas Fogg verhaftet wird. Und dann hört es tatsächlich auf. Ich dachte, ja, können Sie auch noch zu Ende erzählen? Nee, ja. Es soll dann tatsächlich, das wird so ein bisschen vorausgedeutet, noch ziemlich abenteuerlich merkwürdig werden danach. Mhm. Diese ganze Befreiungskiste, die dann anscheinend kommen wird, ich bin gespannt. So war das ein wilder Ritt tatsächlich durch diese Amerika-Passage in 80 Tagen um die Welt mit ein paar schönen Seitenhieben, also in Richtung, man tritt von der Originalgeschichte ein bisschen weg, aber nicht mehr so deutlich wie in Indien. Mhm. Und so, ja, war in Ordnung und hat Spaß gemacht, auch wenn man die Geschichte schon x-mal gehört hat, weil eben das Personal das auch ganz gut macht. Wie gesagt, mit den Einschränkungen, akustisch geht es bei Aouda tatsächlich genauso weiter. Ist schon merkwürdig. Ja, aber ansonsten ist das voll okay. Also kann ich bis auf das nicht groß meckern. Außer, dass es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen komischerweise gehetzt wirkt tatsächlich. Mhm. Weil so ein paar Sachen gefühlt sprunghaft passieren. Aber gut, ist aber auch nicht so wild. Also fällt jetzt auch nicht so schlimm ins Gewicht. Na gut. Komm mit nach Lego City. Ab nach Lego City. Hinein in unsere Abenteuerwelt. Jetzt übrigens und eine gute Frage, warum Hörspiele für Kinder oft richtig gute Melodien haben und Hörspiele für Erwachsene Scheiß-Intro-Melodien haben. Ich glaube, das ist eine Verschwörung. Ja, ist aber oft so. Tatsächlich ja, wenige Hörspiele für Erwachsene, wo ich denke, oh, geiles Intro. Larry Brand. Ach so, ist geklaut. Ja, ist geklaut, genau. Ansonsten wäre es gut, ja, stimmt. Ja. Ja, ist schon wahr, ja. Ja, viele sind so sehr untersichtbar. Was habe ich denn? Ach, hier. Oscar Wilde und Mycroft Holmes. Ganz, ganz schlimm finde ich zum Beispiel diese Sherlock Holmes und Co. Oh ja, das ist. Das ist ganz, trotzdem. Ganz viel furchtbar. Das hat überhaupt keine Aussage. Das ist nur Geduddel. Richtig schlimm ist auch Dark Mysteries. Ist auch richtig, richtig stimmt, schlimm. Stimmt, ja. Das ist wie Katze auf Keyboard. Ja. Ladybug. Wenn man dann im Vergleich im Lego City, 3 Fragezeichen Kids. Playmos, ja, auf jeden Fall, genau. Also das ist vielleicht dadurch, dass es da eher so um gute Laune-Dinger geht. Kann natürlich auch sein, die anderen nur so. Vielleicht. Game of Thrones geht doch auch. Ja, gut. Also das ist mit das Beste, was ich jemals gehört habe. Das ist, also wie man sowas Brillantes schreiben kann. Das hörst hast du einmal. Den Link eigentlich, bist du dem Link gefolgt, den ich dir geschickt habe? Nee. Mit Böhmermann, mit Game of Shows? Ja. Ist gut. Fand ich gut. Aber du guckst das ja nicht, ne? Was denn? Weil ich habe mir noch nie die Mühe gemacht zu gucken, wo ich gucken kann. Das Schlimme ist halt wirklich, du fängst an, du kommst da nicht mehr raus wahrscheinlich, weil es halt wirklich richtig gut ist. Aber ich muss ja dann 7 Staffeln nachgucken, oder wie war das? Ja. Okay, und ist Fantasy, ja? Ja, aber es ist halt, Drachen kommen sehr spät, nee, keine Orks. Drachen kommen halt sehr spät. Als der Telen kommt. Aber um das geht's halt nicht. Also es geht nicht darum, dass das ein Fantasyland ist, sondern es ist auch eine äußere Bedrohung, wo Leute dann zusammenwachsen. Es geht um Intrigen, es ist sehr viel Shakespeare einfach und ja.
Das gefällt dir garantiert. Obwohl es Fantasy ist. Auch wenn wir zuletzt einen Ritt auf dem Drachen hatten. Das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Aber doch von der Story hat es sein müssen. Das ist schon richtig. Ja, So. apropos Komm Shakespeare, mit ich hab nach heute, wir haben ja Ostern. Hilfe. Ja? Und ich habe heute einen schönen Cartoon gesehen. Da sitzen Hühner im Publikum und vorne ist eine Bühne, wo auch ein Hahn steht auf der Bühne und sagt: Wir spielen heute was Klassisches von Shakespeare. Und dann ruft einer aus dem Omelette. Publikum: Omelette! Da habe ich auch Tränen gelacht. Also nicht Tränen gelacht, aber das fand ich auch Ist brillant. sehr, sehr gut. Das ist wirklich gut, das stimmt. So, komm, Mettner, ich singe noch 15 Mal heute Lego City. Die, ja. Die Folge 22 Sky Police kam auch raus bei Universum Film und da bin ich ja immer mit dabei. Ich finde Lego City irgendwie cool. Ist kein Wunder, ist Frank Gustavus unter anderem dahinter, aber auch Antje Seibel. Und die haben sich wieder eine merkwürdige Geschichte ausgedacht im Lego City Universum. Sky Police, ja, das ist Luftpolizei, ne? Seitdem die Luftpolizei ihre Kreise zieht über Lego City, ist die Verbrecherquote auf null gesunken und das wird auch immer schön der Polizei unter die Nase gehalten. Katja Brügger macht das mit ziemlichem Genuss. Die ist nämlich quasi die Chefin der Luftpolizei. Und als Prestigeprojekt machen sie dann quasi so eine di fette Diamantenübergabe. Und die Verbrecher von Lego City haben sich alle zusammengerauft und wollen endlich mal wieder was auf die Beine stellen und der Polizei ein Schnippchen schlagen und planen halt diesen Mordsdiamanten zu klauen. Und das ist schon alles immens schubladig, comichaft in allen Belangen, aber halt von Leuten vorgetragen, die das können. Und halt auch so geschrieben, dass es lustig ist. Und deswegen funktioniert das tatsächlich auch. Selbst dann, als man Zeuge wird, wie ja diese Verbrecher, die allesamt Deppen sind, wirklich die allesamt Deppen sind, aber halt sehr lustige Deppen. Da ist zum Beispiel der Las Vegas, der nur einen Arm hat. Und Das ist auch schon wieder genial. ich Las sag's ja, Vegas ja, ist super. Las Vegas hat nur einen Arm. Und der eigentlich nichts kann, außer Trickspielbetrug, das ist das Einzige, was er kann, ist jetzt halt doof, wenn da so ein Diamant geklaut wird, was macht er dann? Der soll dann den Fluchtwagen fahren. Er kann aber nur Autos fahren, die Automatik haben, weil er nur einen Arm hat. Und was erwischt er? Er erwischt natürlich dann ein Auto, das eine Gangschaltung hat. Und dann fällt es natürlich der Polizei auf, was der Typ da für einen Schrott zusammenfährt. Mit dem stimmt irgendwas nicht. Und solche Gags sind da halt eingebaut, die das Ganze tatsächlich sehr unterhaltsam machen. Auch wenn es völlig absurd ist, sie planen dann natürlich aus der Luft irgendwie im Helikopter sich da runterzulassen und den Diamanten zu klauen, während sie irgendwie die Flugpolizei in der Nase rumführen und Katja Brügger voll einen Ausraster kriegt, weil alles nicht so läuft, wie sie es vorgestellt haben. Ja, ein buntes Trovabo, wirklich mit sehr viel Witz und schönen Ideen. Es sind diesmal sogar ein, zwei Lego-Gags dabei, wo es irgendwie darum geht, dass alle den gleichen Fußabdruck haben oder irgendwie so. Da könnte man, ich finde, da läge noch Potenzial tatsächlich, aber wahrscheinlich ist das dann zu viel Erwachsenenhumor und zu wenig für die Kinder. Aber das macht wirklich Laune und Hut ab, denn das ist wirklich witzig. Unter den Voraussetzungen so ein witziges Hörspiel abzuliefern, ist schon ein Knaller. Und das macht echt Freude. Also das kann man sich echt gerne gönnen. Das klingt gut, Ja, aber ich, ist es. allein wegen dem Las Vegas. Ja. Genau. Du weißt ja, warum Bagger nicht schwimmen können. Ja. Ja, Diesen genau. Witz, das ist voll geil. Den hat ein Kumpel von mir mal versucht zu erzählen und ist so grandios dran gescheitert, dass wir all uns die Bäuche gehoben und der dann irgendwas von einem einarmigen Bagger immer erzählt hat, wo wir am Boden lagen und uns gekringelt haben und nicht mehr konnten. Und sag, hör auf, Man diesen muss Witz zu natürlich auch erzählen. sagen, dass dieser Witz ziemlich unübersichtlich ist. Ja. Ah, herrlich. Also da gehört schon einiges dazu, den zu versemmeln. Ja, ne? Ja. Wo ich jetzt auch hingekriegt. Ich verrate irgendwie Ja. immer die Pointe. Ich kann nie Witze erzählen. Ja, Ist macht gut, dass du nichts. das immer übernimmst. Ja. Ja. So sind sie aber auch. Denke nur an heute. Ne. Vollkommen daneben geschossen. Da. Apropos Ja. Humor. Genau, es gibt ja noch auch Hörspiele mit Humor. Wir hatten im letzten Orcast ja schon so angeteasert, dass es ein neues Wolfie-Hörspiel gibt, und zwar ein besonderes, weil dieses Hörspiel eben nicht ganz normal, wie man das so kennt, auf CD erscheint, also schon auf CD, aber auf einer besonderen CD.
Und zwar auf einer Postkarte. Es ist so eine Mini-CD auf einer Postkarte aufgeklebt, die man verschicken kann und jemand mit einem Hörspiel überraschen kann. Fand ich wirklich ein sehr originelles Ding, weil das auch als Werbung ziemlich gut funktioniert und einfach nur schick ist und wirklich tatsächlich originell. Das Hörspiel da drauf, ja, sagen wir so, es ist ein kurzes Hörspiel. Insofern kann man da nicht allzu viel erzählen. Es geht um den Kollegen Sturmhart, den Wolfi ja schon vor einigen Jahren ins Gefängnis gebracht hat. Und der nutzt nun die 16 Minuten dieses Hörspiel, um auszubrechen und Rache zu üben. Natürlich stellen sich die Menden Grimm und Wolfi dem entgegen. Mehr kann man eigentlich nicht verraten, weil es ist so kurz, dass da, wie gesagt, nicht viel Platz für Twists ist. Aber die Performance von diesem ganzen Hörspiel, also diese Optik und Haptik, die das Ganze mit sich bringt, das ist also auf jeden Fall was für Sammler, weil das ist mir so im Hörspielbereich noch nicht untergekommen in der Form. Also das ist sowas was Neues, was man sich ins Regal stellen kann. Ja, vielleicht kauft man auch das eine oder andere, um jemanden mit einem Hörspiel zu überraschen und dem mal ja per Post was Gutes zukommen zu lassen. Ist nett und von daher würde ich das doch mal empfehlen wollen. Natürlich, wie gesagt, die Absprüche bei Wolfi, der Humor und so, das ist nicht jedermanns Sache, meine auch nicht. Aber so vom Grundsätzlichen her geht das dann doch in Ordnung. Das ist echt eine coole Idee. Das ja, wirklich. Die coole Idee überlagert das auch und dann kann ich auch beim Hörspiel mal alle Augen. Also man kann sich das auch selber schicken, ne? Ja, könnte man. Aber man kriegt, wenn man es bestellt, kriegt man es ja so geschickt. Also ach so, hat man also eine leere Postkarte und kann dann noch den Namen draufschreiben und kann das dann nochmal, kannst du es dir ja nochmal selber rundschicken. Ich glaube, das nochmal Ding ist das. Draufschreiben sogar, und den ich glaube, das ist sogar vorfrankiert. Okay. Wenn ich das richtig verstehe. Ich glaube, das ist mit 45 Cent vorfrankiert und kann dann einfach. Echt cool. Jo, das ist cool. Kostet auch nur, ich glaube, 5 Euro oder sowas oder 4 Euro. Schön. Nette Idee. Mhm, finde ich auch. Tatsächlich, ja. Ja, eine gute alte Bekannte kommt auch zurück, und zwar Mimi Rutherford und die Felle, so hieß die Reihe ja insgesamt. Da gibt es jetzt mittlerweile und ihr Fell. Ja, und ihr Fell. Da gibt es mittlerweile Folge 43, da gab es ja beim alten Maritim immer noch so Weltbildboxen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also, wie bei Scotland Yard. Es gab, glaube ich, 10 Fälle, oder? War das denn so ursprünglich beim Maritim einzeln? Dann ist die Serie ja wegen Plagiatsvorwürfen eingestellt worden. Und dann gab es, glaube ich, so Boxen, meine ich, ganz mit anderen Autoren, die dann, ich glaube, sogar relativ dicke Boxen immer mit, war das jetzt sogar so 10 Fälle Boxen oder sowas? Du, da fragst du mich zu viel. Das ging komplett an mir vorbei tatsächlich. Ja, also an mir lange auch. Also ich habe das dann auch erst so mitbekommen, als dann schon so einige Boxen draußen waren. Ich habe das auch nicht mehr so richtig verfolgt, weil Mimi Rutherford jetzt auch nicht so unbedingt mein Hörspiel-Highlight war, was man unbedingt mitverfolgen müsste. Naja, jedenfalls gibt es jetzt die Rückkehr der Einzelfolgen. Es gibt also digital jetzt wieder einzelne Fälle als Hörspiel. Und die 43 ist also da der von der erste mörderische Vorahnung heißt es. Mimi Rutherford muss da aushelfen. Und zwar kriegt sie einen Anruf einer alten Schulfreundin, die als Haushaltshilfe in einem Haus dient, einer Familie, die eine Klinik leitet insgesamt in verschiedenen Funktionen, beziehungsweise manche sind auch nicht in dem Betrieb drin, sondern einfach nur als Familienangehörige zugegen. Sie treffen sich alle zu einem Familienfest und Familienfest, nee, kann man so nicht sagen, aber sie treffen sich alle in dem Haus. Die Freundin von Mimi Rutherford hat das Gefühl, es passiert was Schlimmes, jemand wird dieses Wochenende nicht überleben und insofern bittet sie Mimi Rutherford vorbeizukommen, weil sie ja um deren detektivische Ader weiß. Die soll dann möglichst das entweder verhindern oder zumindest aufklären können. Und so kommt es natürlich auch. Es gibt eine Leiche und es ist nun an Mimi Rutherford zu ermitteln, wer das Ganze ist. Natürlich kümmert sich auch die Polizei drum, aber natürlich hat die Mimi immer einen Schritt weiter, weil sie auch eine ganz andere Denke und eine ganz andere Herangehensweise hat. Fand ich jetzt ganz okay. Also in dem Kosmos, wo das spielt, also es ist ja so an Miss Marple angelehnt, das funktioniert auch ganz gut, also so als quasi Miss Marple die neuen Fälle, ist das ganz okay. Es ist ein bisschen behäbig, ein bisschen vielleicht zu einfach erzählt oder beziehungsweise nicht einfach erzählt, aber der Fall ist ein bisschen zu konstruiert und dann wird das halt einfach zu einfach von der Hand gewischt und läuft zu gewohnt ab. Ist so ein
so ein erkennbares Muster dahinter, was man auch aus anderen Krimi-Umsetzungen aus dieser Stangenware kennt. Also insofern ist das eine nette Krimi-Unterhaltung, aber jetzt auch tatsächlich nichts, was ich irgendjemand wirklich empfehlen wollte, außer denjenigen, die halt wirklich so einfach mal so eine Stunde Krimi-Hörspiel genießen wollen, ohne großen Krimi-Anspruch, ohne großen Anspruch an die Originalität. Ja, ist so, geht so. Ja. Ja, also nö. So ja, also, so ein Prädikat. Ja, genau. Der Orcast urteilt, ja, aber so nö. Genau. Müssen wir uns nur noch ein Logo ausdenken. Genau. Also so Prädikatstempel. Ja, genau. Steht dann hinten auf den CDs auch drauf. Nicht mehr Hörtipps, als sondern Werbung. Ein Jo, also nö. Ja, so. Mein Lachtrip. Ja, Wild und Holmes gab es auch eine neue Folge. Sonderermittler der Krone, die Folge 20, Blutzoll. Mhm. Ja, Blutzoll spricht schon Bände. Ja, es geht wieder um Dracula. Ja, diesmal sind wir in London zugange, beziehungsweise Dracula ist in London zugange, in Form, also er selbst natürlich, aber er hat irgendwie auch ein Theater für sich gekapert, mehr oder minder, wo er eine Sängerin singen lässt und dort in dieses Theater ja, berühmte Personen quasi versammelt, also betuchte Leute aus London, die eben dann nach und nach verschwinden. Dem ist jemand auf die Spur gekommen aus dem Dunstkreis von Holmes und versucht, das ist der Auftakt des Ganzen, ihn zu stellen, beziehungsweise diese Sängerin zu stellen und damit zu konfrontieren. Und just in diesem Moment, als er sie quasi so ein bisschen aufs Glatteis führen will, taucht Dracula auf und entledigt sich dieses Widersachers. Dann, Schnitt, sind wir bei Mycroft Holmes, der den frisch aus der Provinz zurückgekommenen Wild empfängt. Wild, der ja knapp dem Tode entronnen ist mit seinem Kumpan, eben auch auf der Spur von Dracula, sieht sich jetzt eben in London diesem Widersacher wieder gegenüber, nimmt die Spur auf und nimmt vor allem erstmal die Spur des verschwundenen Ermittlers auf und findet dort in seinem Anwesen nicht nur Hinweise auf dieses Theaterhaus, sondern auch gleich mal einen Vampir, den er zusammen mit ja, Bram Stoker aus dem Weg räumen muss. Bram Stoker hat er ja aus der Provinz mitgenommen, der zufälligerweise auch da war. Nee, der war nicht zufällig da, der ermittelt auch in Sachen Vampire. Ja, es ist kein Zufall. Ja, es ist halt, das Faith schon, was das anbelangt, mir ein bisschen zu sehr, dieses Zusammen aus, ja, den üblichen Verdächtigen und dann kommt halt ein Bram Stoker noch dazu. Das ist ganz okay gelöst. Das wird nicht zu albern dargestellt, weil Bram Stoker auch noch interessant genug ist als Figur tatsächlich. Ist jetzt nicht so doof wie damals bei was war es so schlimm? Bei Darwin fand ich das so furchtbar. So ist es nicht. Okay. Aber ansonsten ist es halt, ja, der übliche Dracula-Schmu. Aus der Sicht halt dann von damals noch, sag ich jetzt mal, Unwissenden wie Wild und na, Stoker weiß ja schon so ein bisschen mehr, die eben dann diesen Kreaturen auf die Schliche kommen und halt noch nicht so genau wissen, was die denn alles können, was man als Hörer halt alles schon weiß quasi. Und so ist das ganz okay, aber das ist halt jetzt, spürt jetzt auch nicht zwingend vor Originalität und wird dann auch, finde ich, ein bisschen doof, als sie dann auf diese zwei Vampire zum Beispiel treffen, ist das irgendwie, weiß nicht. Das ist dann zwar so actionmäßig deutlich besser als am Anfang noch bei Wild und Holmes, da gab es ja manchmal Actionsequenzen, wo ich dachte, das um Himmels Willen. Wie haben sie das denn und warum so inszeniert, so merkwürdig? So ist es nicht mehr, das hat sich schon deutlich gebessert, aber komisch ist das an manchen Stellen immer noch. Ja, ansonsten, wenn denn da die guten Darsteller nicht wären, wäre das deutlich grütziger geworden. So retten das letztlich dann Sascha Rotermund, Rent Reins und ja, die anderen Schauspieler, die das gut machen, wie immer. Also gerade Sascha Rotermund als Wild ist ja eine Bank tatsächlich. Und Rent Reins ja auch als merkwürdiger Mycroft Holmes, der macht das ja auch super, weil er einfach merkwürdig, der ist einfach merkwürdig in seiner Art. Das funktioniert ja ganz gut. Aber ansonsten, muss das denn Dracula sein? Ich weiß, ich bin sehr froh, es ist ja immer noch nicht vorbei. Ich bin sehr froh, wenn das rum ist, dass da wieder was anderes kommt. Aber dann kommt halt wieder dieser Zirkel der Sieben, den ich auch nicht so, was heißt nicht so originell finde. Ich finde den auch irgendwie doof. Auch ich weiß auch nicht. Also vor dieser Dracula-Geschichte gab es ja doch zwei, drei Folgen, die echt interessant und spannend waren und wo man ohne diesen komischen Rahmen ausgekommen ist, wo man einfach nur eine gute Geschichte erzählt hat. Ja,
bitte wieder so, weil das hier, das ist in Ordnung, das kann man sich anhören, aber mehr dann auch nicht. Okay. Ja. Schade. Ah, komm, da komme ich noch mit einem schönen Hörspiel, mit einer Empfehlung. Silke Hildebrand. Genau, das war das, was wir ja vorhin schon, wo ich so gemeckert habe, über Northanger Abbey. Und danke, wo du da sagtest, aber die hat auch parallel Leben gemacht, wo ich schon sagte, ja, das ist nämlich tatsächlich schon ein richtig gutes Hörspiel. Parallel Leben ist auch ein Hörspiel, was ihr beim HR jetzt downloaden könnt, denn auch der HR hat ähnlich wie der Ö1 jüngst damit angefangen, auch Podcasts anzubieten. Die gab es ja vorher, die Hörspiele meistens noch nicht mal zum Nachhören. Jetzt gibt es sie sogar zum Downloaden und zwar ganz viele und eigentlich alle Neuproduktionen sind da verfügbar. So auch Parallel Leben, ein Hörspiel nach Sebastian Lehmann, nach dessen Roman. Das ist gerade noch so in den März gerutscht. Am 31.03. wurde es erstmals gesendet und seitdem gibt es das Ganze auch zum Download. Es geht darum um Paul Färber. Paul Färber lebt in Berlin mit einer Frau und einem Kind, das nicht sein eigenes ist, aber er hat sich da gut in die Vaterrolle arrangiert. Er arbeitet an der Universität im literarischen Fachbereich und ja, so ein bisschen ist steht sein Leben auf der Bremse. So richtig geht nirgendwo was voran. Ihm fehlt so ein bisschen die Herausforderung und er steht also quasi so mitten in der Midlife-Crisis und nichts ist so richtig das, was ihn noch reizen würde. Jetzt kommt er dazu, dass er zu einem Fachkongress reisen muss nach Leipzig, wo er eigentlich überhaupt keinen Bock zu hat. Aber auf diesem Kongress lernt er Lea kennen, eine junge Universitätsmitarbeiterin bzw. Studentin, die sich auch auf diesem Kongress rumtreibt und ja, die beiden lernen sich kennen und lieben und ja, Paul fängt jetzt quasi ein Doppelleben an. Also einmal reist er jetzt immer wieder nach Leipzig mit der fadenscheinigen Begründung, er müsste da für die Universität was vorbereiten. Auch in Leipzig verrät er nicht, dass er in Berlin Frau und Kind sitzen hat. So entsteht also das berühmte Doppelleben, was man so aus verschiedenen Geschichten ja schon kennt. Also das ist ja nicht zwingend Originelles, aber das, wie man es erzählt, ist tatsächlich sehr originell. Und das fand ich auch richtig gut, wie diese Leichtigkeit, mit der Paul auf diese Schiene gerät. Das ist nämlich so das Besondere daran, wie gut man das darstellt. Also wie Paul da reinschlittert und da sich irgendwie auch nicht so richtig befreien kann und vor allen Dingen nicht befreien will. Und erst durch quasi seinen Professor, den er immer so ein bisschen ja mit einem zweischneidigen Meinung betrachtet hat, als dieser plötzlich einen schweren Unfall hat und im Krankenhaus liegt und mit dem Tode ringt, da gibt es dann plötzlich so Entwicklungen und Paul versucht das jetzt aufzuarbeiten und geht da ziemlich linkisch zu Werke. Wie das sich entwickelt, fand ich höchst spannend und tatsächlich total gut erzählt. Und obwohl das ein Zweiteiler ist und also 110 Minuten dauert, hat mich das wirklich zu keiner Minute gelangweilt, sondern ich fand das höchst interessant. Auch wenn die Story vom Plot-Gedanken her eigentlich gar nicht so originell ist, ist sie es trotzdem, weil sie wunderbar erzählt ist und dem Ganzen auch einen Fokus auf Passagen wirft, die man sonst vielleicht nicht so beleuchtet. Und deswegen wäre es auf jeden Fall schon mal einen Tipp wert. Interessant. Das fand ich wirklich sehr, sehr originell und gut. Schön. Ich habe auch den neuen Professor van Dusen gehört, die Folge 17. Professor van Dusen setzt die Segel. Ich habe übrigens keine Ahnung, warum ich den nicht gehört habe. Ich habe den auch lange nicht gehört. Der ist ja auch irgendwie total an mir vorbeigegangen. Mir fiel dann plötzlich als ich dann die Liste für uns erstellt habe, da ist ja ein Fall van Dusen, den hast du noch gar nicht gehört. Dann habe ich den doch schnell nachgeholt. Also ist noch gar nicht so lange her. Professor van Dusen macht sich auf nach Sandford, in das berühmte Seebad und Touristenmecker, was auch zu van Dusens Zeiten, so zumindest, wenn man der Geschichte von Marx Freund Glauben schenken mag, damals auch schon ein Touristenmagnet war. Und dort trifft er auf einige merkwürdige Figuren. Und natürlich passiert auch in Sandford ein Mord, den Professor van Dusen aufklären muss. Es wird eine Leiche gefunden in einer Umkleidekabine am Strand. Ja, es gibt das große Geheimnis, wie ist überhaupt der Mörder dort entkommen. Es ist also eindeutig ein Mord geschehen, aber die Kabine ist verschlossen und man hätte eigentlich gar nicht so rauskommen können. Und natürlich nimmt sich van Dusen diesem Verbrechen an, denn es gibt auch bei dieser Leiche einen kleinen Hinweis auf einen alten Bekannten von van Dusen, nämlich das Phantom. Das macht es natürlich dann für van Dusen und Hetsch besonders interessant, dass man da wieder mit zu tun hat. Aber diesmal vielleicht etwas anders, als man es gewohnt ist. Daraus entwickelt sich dann ein Fall, der ja vielleicht nicht unbedingt so typisch van Dusen ist, sondern eher so allgemeingültiger Krimi ist.
Aber das ist jetzt auch nicht allzu ungewöhnlich mehr in der Van Dusen-Reihe. Da gibt es ja doch schon immer mal wieder etwas normalere Fälle und etwas eher Van Dusen-Fälle, die eben so ein bisschen das Flair bedienen. Hier ist es leider nur das Phantom und die ein oder andere Gag, aber ja, so richtig Van Dusen ist es eigentlich nicht. Also diese Folge hätte auch eine normale Sherlock Holmes Folge sein können oder was weiß ich, Pater Brown oder sonst irgendwas. Also das ist so ein bisschen austauschbar und das ist ein bisschen schade, weil gerade mit diesem Sandford-Flair hätte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet, dass man da ein bisschen mehr hätte machen können. Es gibt ja auch einige Aufhänger da drin. Zum Beispiel gibt es einige Verwandte von Van Dusen, die hier auftauchen, was am Anfang so leichte Gags hat, die dann später vielleicht auch nochmal im Fall eine Rolle spielen. Nicht vielleicht, sondern ganz sicher eine Rolle spielen. Aber ja, ich hätte mir gewünscht, dass man da ein bisschen mehr Van Dusen-Flair einbaut und die ein oder andere Reiberei zwischen Hedge und Van Dusen noch einbaut und halt das, was man eben so an Van Dusen besonders und besonders liebt, mit drin hätte. Ist ein netter Fall, aber leider auch nicht mehr und leider für mich, meine Verhältnisse zu austauschbar. Schade. Okay, den nächsten, ja, denke ich mir, dass du den nicht gehört hast. Nee, BR. Ja, eben BR. Aber du kannst das bitte das Geräusch machen, dass ich ein bisschen ins Flair reinkomme. Okay. Mau, mau. Diddlin, diddlin, tree. Okay, es geht um den Radiotatort, der Schatz in der Taverne von Robert Hüldner. Und Martin wird's freuen, es ist der letzte Robert Hüldner. Ja. Ja. Nee, also es ist böse, aber ich werde ihn nicht vermissen. Ich auch nicht großartig. Es gab tatsächlich ein, zwei Folgen, also beziehungsweise ich kann mich an eine erinnern, die ich gut fand. Der Rest ist mir alles zu provinziell, zu, ja, soapig, zu wenig besonders. Und ja, Schatz der Taverne ist es genau das wieder. Es ist eine Story, bei der ich dachte, habe ich bestimmt schon mal gehört. Irgendwie kommt mir da alles, was in dieser Folge vorkam, irgendwie schon mal bekannt vor. Irgendwie ist das einem in Bruck am Inn schon mal begegnet. Das ist halt der Nachteil, wenn man so eine provinzielle Story anlegt, die nicht viel Spielraum bietet, der authentisch ist. Bruck am Inn ist halt eine Kleinstadt und ja, da sind offenbar die Fantasie des Autoren auch eben sehr kleinstädtisch angelegt und es gibt halt eben nur relativ solide Krimikost und solide Motivlagen. Hier geht es darum, dass ja ein Gebäude in Bruck, in dem sich auch die Polizeiinspektion befindet, ein Grieche und so weiter, sie sind also alle so da drin und es ist ein großer Festsaal, auch noch in die Hände von Spekulanten gerät und ja, jetzt der Grieche soll da raus und das Gebäude soll dann irgendwie umgebaut werden, man kennt das ja. Ja, dann passiert dann ein Mord und ja, plötzlich steht dann alles in Frage und natürlich ist die Frage, wer hat denn jetzt diesen Immobilienmenschen, der da eigentlich dieses Ungemach in die Stadt gebracht hat, um die Ecke gebracht? Da fällt natürlich auch der Verdacht auf, Beispiel den griechischen Wirt. Es gibt da natürlich eine Lösung, die natürlich alle zufriedenstellt, außer die Hörer des Radiotatorts und Fans des Radiotatorts Bayern vor allem, die jetzt nämlich ohne die PI Bruck künftig auskommen müssen, denn die wird dann am Ende rausgelöst und aufgelöst. Und ja, da hat das ganze Bruck am Inn jetzt leider ein Ende. Fälschlicherweise hatte ich, glaube ich, weiß nicht, habe ich es im Orcas letztes Mal gesagt, dass es eigentlich in Bruck am Inn weitergeht, nur mit anderen Autoren. Falls ich es gesagt habe, es war Nee. jedenfalls Käse. Nee, du hast aber irgendwo geschrieben. Ja, irgendwo hatte ich Ja. es geschrieben. Ich hatte es zumindest bei den Freunden war ich geschrieben, da habe ich es dann auch richtig gestellt, aber es ist also auf jeden Fall Käse. Es geht natürlich nicht mit Bruck am Inn weiter. Es wird also komplett neu, ein komplett neues Setting geben. Ich hatte das irgendwie In am in Bruck. den. Ja, so ähnlich. Ich hatte es irgendwie in den falschen Hals bekommen, weil die BR-Pressemitteilung war so ein bisschen schwurbelig formuliert. Das war da irgendwie so, dass die Fans das nicht vergessen müssen oder so irgendwie, oder dass das Programm in weiterlebt. Also so ganz, ganz komisch. Das klang so, als ob der neue Autor quasi die Szenerie übernimmt und schreibt jetzt also quasi für Robert Hüldner, dessen Storys weiter aber weit gefehlt. Es gibt was ganz Neues und ja, ist vielleicht, wenn man den Fall gehört hat, auch gut so, dass es was Neues gibt, weil hier das war wirklich uninspiriert, fand ich, und zu wenig originell und wieder mal so ein Radiotatort, wo man denkt, ach, irgendwie, wenn ihr kein Interesse mehr habt, dann stellt es einfach ein. Machen Sie ja jetzt. Ja, weil, ja, nee, aber so Radiotatort insgesamt, weil das ist ja halt momentan tatsächlich sehr, sehr, sehr bemüht und wie gesagt, wir haben ja im letzten Jahr kaum einen Radiotatort gefunden, der es wert gewesen wäre, in den Top 25 Ja. aufzutauchen. Wenn es überhaupt einer geschafft hat, ich weiß es gar nicht. Außer Wut vielleicht. Wut, ja. Wut Ja. und mit den Fußballfans. Thilo Reffert.
Genau, der Refertfall, ja. Eventuell. Ja. Aber also Wut fand ich gut, aber das war es dann, ja. Einer. Also es ist leider nicht mehr so originell, aber jammert man jetzt schon monatelang drum. Also wir hoffen mal, dass es mit dem neuen Autoren etwas besser wird und vielleicht. Ja. Ja, gibt es ja nochmal so einen Nebelmoment. Jetzt zu was völlig anderem. Zu etwas, was wir aber heute schon mal hatten, nämlich Sando Ferenczi ist zurück. Also ist nicht zurück, aber es gab ja nicht nur, Achtung, Hurricane-Gefahr und den kleinen Hävelmann und die Geschichten. Nein, es gab auch noch Rübezahl und weitere Geschichten. Die dritte im Bunde. Und ja, dort geht es zum einen natürlich um Rübezahl. Die Geschichte von Rübezahl wird erzählt von Eduard Marx. Eduard Marx ist einfach toll, muss man wirklich so sagen. Mhm. Und dazu wird noch Musik gereichert von Erich Bender, die das Ganze sehr stimmig machen. Rübezahl mag ich einfach als Geschichte auch. Auch wenn es völlig schräg ist und bescheuert ist, aber es tragisch, skurril. Na, was so ein Märchen halt so braucht. Rübezahl mochte ich irgendwie schon immer. Schöne Geschichte. Dann kommt Robinson Crusoe. Ja, Robinson Crusoe. In der kürzesten Version, in der Robinson Crusoe wahrscheinlich jemals gehört habt. Rolf Marmero liest eine sehr abgespeckte Version von Robinson Crusoe oder spielt, besser gesagt, also legt da auch sehr viel Werfe rein. Aber es ist halt, Robinson Crusoe lebt halt eigentlich davon, dass diese Zeit auf der Insel dementsprechend auch lang dargestellt wird, dass sich diese immense Ausharren auf dieser Insel halt auch auf den Hörer überträgt. Das funktioniert halt nur so bedingt, wenn die Geschichte in 5 Minuten erzählt ist. Na, ist jetzt nicht so schlimm, aber 10 oder so oder 12. Das ist halt schon komisch. Es passiert ja auch nicht objektiv von außen betrachtet so viel in Robinson Crusoe, aber halt dann doch so einiges und die Stimmung kommt nur so bedingt rüber, sage ich jetzt mal. Und das ist jetzt vielleicht eine Geschichte, die man nicht so schnell erzählen sollte. Sehr merkwürdig. So, und dann wird das Ganze noch merkwürdiger, denn dann kommen 2 biblische Geschichten. Und da, ja, da habe ich immer so meine Probleme, so ein bisschen. Arche Noah und David und Goliath. Ja, das mag so als Geschichte irgendwie funktionieren, aber durch diesen Gottesbezug, ich weiß nicht, ich reagiere da irgendwie allergisch. Ich kann mir nicht helfen, ich reagiere da allergisch, ich finde das irgendwie merkwürdig und das hinterlässt bei mir immer so einen Fadenbeigeschmack, ich weiß auch nicht. Auch hier wieder ist wieder Musik dabei, ist das Ganze ist lebendig, ist auch wieder beides von Eduard Marx, der macht das super. Aber es halt, ach ja, das ist nichts für mich. Und so war halt, bis auf Rübezahl fand ich schön, waren die anderen 3 von merwürdig bis zu, ach nee. Also die würde ich jetzt nur bedingt weiterempfehlen wollen tatsächlich. Bis, wie gesagt, auf Rübezahl, wer mal eine schöne Version von Rübezahl hören will, ist kein Hörspiel, aber na, so wie Sandor Ferenczi das eben macht, mit viel Musik und dem richtigen Schauspieler Eduard Marx in dem Falle, kann man das gut hören, macht das Spaß, aber na, mehr ist es dann auch nicht. Also da ist in Achtung Hurricane-Gefahr, ist zigmal so lebendig wie das, was hier passiert. Okay. Also wenn ich einen von den 3, dann bitte Achtung Hurricane-Gefahr, keine Frage. Und lass die B-Seite weg. Also nur die 12 Minuten Hurricane-Gefahr. Ja, da passiert aber auch genug. Kommen wir zu 70 Minuten 7. Und zwar 7, das Ende aller Tage, ist jetzt die 3. Folge erschienen. Die Stadt der Götter kam am 22. März raus, nachdem die beiden Auftaktfolgen dieser 7-teiligen Reihe oder Serie vielmehr ja schon im Februar rauskam, haben wir euch ja schon vorgestellt. Und jetzt kam die 3. Und ich hatte ja die vage Hoffnung, dass es jetzt so ein bisschen nicht ins Dunkel kommt, aber bei weitem nicht. Denn alles, was bisher geschildert ist, erstmal auf Seite gelegt. Jetzt ging es um was ganz Neues. Jetzt ist man plötzlich in Atlantis. Der Titel verrät schon die Stadt der Götter. Bitte was? Ja, das ist jetzt plötzlich ein ganz anderes Fantasy-Story. Es kommt allerdings, irgendwann taucht der Flugzeugabsturz, beziehungsweise dieser Flugzeugabsturz, der in der 2. Folge dann plötzlich eine Rolle spielt, spielt dann hier wieder mit rein. Also insofern ist die Brücke dann doch geschlagen. Aber das, was ich da gehört habe, ist über weite Streiken sehr, sehr merkwürdig und überhaupt nicht an mich gegangen. Also diese ganze Fantasy-Chose, die man hier erzählt hat, fand ich belanglos. Ich fand es so ziemlich uninspiriert. Das war so alles so, wie heißen dieses Hunger Games-Gedöns? Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. So, Panem. Ja, genau. Tribute von Panem. So,
ja, ich will jetzt sagen abgekupfert, aber das war so eine H.G. Francis-Version davon, ohne wirklich die Qualität zu haben, sich da entsprechend kurz zu fassen und das ansprechend zu verpacken. Es hatte so einen merkwürdigen Pathos in der Fantasy drin. Das war alles so mit so geschwülstigem Gelaber und das hat irgendwie, ja, es kommt, mir kam dann einfach zu spät die Querverbindung zu Folge 2 wieder, dass man sieht, man ist noch in der Serie irgendwie drin, es passiert ja noch was. Wäre eigentlich interessant gewesen, wenn man nicht den ganzen Schmonzes davor hatte und eigentlich schon eine halbe Stunde irgendwie irgendwas hört, was man nicht zuordnen konnte zu der Serie. Das, was man im ersten und zweiten Teil gemacht hat, dass man halt relativ das Ganze so ein bisschen austauscht und andere Szenen mit reinnimmt und so eine Story parallel erzählt. Und hier erzählt man dann gefühlt stundenlang nur auf dieser einen Schiene. Fand ich leider nicht gut. Also ist gut, es ist natürlich auch, wenn irgendwo das Wort Atlantis fällt, dann fällt bei mir ja schon alle Klappen runter. Das ist natürlich mein Problem, aber ich fand es leider nicht gut und so in der Reihe bzw. in der Serie ist mir jetzt auch nicht wirklich vorangekommen. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Also gerade weil man am Anfang das so drauf hatte, mit diesen unterschiedlichen Ebenen zu erzählen und verschiedenen Erzählstränge. Warum macht man das denn im dritten? Also nimmt dann ein Stück Story raus und bindet dann die alten Folgen wieder mit ein, dass man zumindest mal, muss ja nicht viel sein, aber zumindest mal als Hörer noch ungefähr weiß, es ist nicht ganz vergessen. Also das fand ich technisch oder inszenatorisch nicht besonders glücklich und ja, hat mich ziemlich gestört. Deswegen, also ich fand die 1 und 2 ja schon nicht übermäßig gut, also eher mau. Und aber hier, das war ganz mau. Also das ist dann noch unter der ersten Folge. Die erste Folge hat ja zumindest noch so mindestens mal mein Hörinteresse geweckt, aber das konnte hier diese Folge überhaupt nicht. Oh je. Naja. Jetzt sind wir ja nur noch am Meckern hier. Meckern jetzt durch. Und singen Bumsfallerer. Genau. Also auch eher Kategorie, ja, nö. Ah, nö. Wie sieht's bei Holmes aus, die neuen Fälle? Ja, Holmes, die neuen Fälle. Es gab einen weiteren Fall mit Christian Rode und Peter Kröger. Die Speise der Götter, schon die Folge 40 der neuen Fälle. Darin geht es ins kulinarische Fach. Also zunächst mal ist es so, dass Holmes und Lestrade sich über ihre Ermittlungsarbeit austauschen, über ihre Herangehensweisen. Das fand ich noch ganz interessant, wobei ich das ungern so, oder beziehungsweise ich fand es jetzt nicht so gut, dass man das so separiert hatte. Also das war so am Anfang so quasi so ein Prolog in diese Story rein. Das hätte ich mir gewünscht, weil das ja später auch in der Praxis so ist, weil später den Fall lösen sie dann auch gemeinsam und jeder soll dann halt so seine Herangehensweise erklären, wie er jetzt in diesem Fall umgeht. Und das wird dann tatsächlich in der Praxis ein bisschen, kommt das ein bisschen zu kurz. Ja, wäre schöner gewesen, man hätte das so über diese gesamte Story ein bisschen verteilt. Der Fall an sich, da geht es halt darum, dass sie von einem Meisterkoch um Hilfe gebeten werden, der hat eine brasilianische Wurzel, die ganz geheim ist und ganz teuer ist und aber halt eben eine ganz besondere geschmackliche Wirkung zaubern soll und die ist ihm gestohlen worden. Und jetzt geht es darum, wer hat das Ganze gemacht? Es gibt verschiedene Verdächtige, weil es gibt quasi eine Gruppe von Spitzenköchen und Kritikern, die sich treffen und wo jeder halt das Motiv gehabt hätte, diese Wurzel an sich zu eignen. Und natürlich stehen diese auch im Verdacht. Und jetzt muss natürlich geguckt werden. Und es wird also so quasi bei jedem Mal Probe gegessen, so ungefähr, damit man da auf die Spur des Täters kommt. Der ist dann, nee, sage ich jetzt nicht, aber er findet sich dann schließlich und endlich, was ein bisschen abgehackt ist, beziehungsweise ein bisschen herbeikonstruiert wurde und nicht ganz so dem Verlauf des Krimis entspricht. Aber geschenkt, das ist halt dann einfach mal so, so ist das Leben, das passt nicht immer alles zusammen und da muss das ja im Krimi auch nicht unbedingt so sein. Ja, wie gesagt, was ich schon gesagt habe, es ist ein bisschen schade, dass man diese eigentlich interessante Art, dieser Vergleich zwischen Lestrade und Holmes und der Ermittlungsarbeit, einmal dieses auf Fakten basierende Weiterdenken, was Holmes hat und das andere halt eben diese Indizien zusammensuchen und daraus einen Schluss ziehen auf eine andere Art, wie Lestrade es macht. Wäre eigentlich interessant gewesen, kommt ein bisschen kurz, nur halt theoretisch am Anfang. Und ja, der Fall an sich fand ich jetzt so ein bisschen, so mit Küchen und so. Du hast also, ich weiß nicht. Also Begeisterung hat es bei mir jetzt nicht geweckt. Aber es gibt ja Fans und die lieben sowas wahrscheinlich. Und es muss dann ja nicht mir gefallen. Also mir hat es, also der Fall an sich hätte ich mir auch schenken können. Und es wird weiter gemeckert. So, ich unterbreche hier mal diese Meckertour. Nein, ich unterbreche die jetzt mal.
mit interessanterweise einer Sherlock Holmes und Co-Folge. Das passiert ja auch nicht alle Tage. Die Folge 44, der Falschspieler mit dem Karo Ass, das hat einen Grund, weil die Hauptfigur Wayne McClare ist. Ja, eine Wayne McClare-Folge im Sherlock Holmes und Co-Universum. Was der Serie sichtlich gut tut. Danke. Wayne McClare ist in Paris um 1900. Da geht ja die Post ab, da ist die Weltausstellung, da geht's rund. Da wird auch jemand geköpft gerade. Damit geht das Hörspiel los. Das ist auch keine Weltausstellung, oder? Bitte? Da ist auch keine Weltausstellung, oder? In Paris 1900? Oh doch. Ist ja nicht 1898? Und 1900 war er auch in Paris. Echt? Weiß ich, weil okay. Gustav Mahler da einen Auftritt hatte. Ah, okay. Hattest du Karten? Ich hatte Karten, genau. Okay. Ja. Oh, da wäre ich echt gern dabei gewesen. Haben sie sich nämlich verstritten und haben so schlecht kalkuliert, dass sie fast nicht mehr zurückgekommen werden. Auch nicht schlecht. Toll, ne? Weil ein paar Mäzene abgesprungen sind unterwegs, ne? Ja, was wollte ich sagen? Genau, und da wird jemand geköpft oder soll geköpft werden, natürlich unter Zujubeln des Volkes. Schön öffentlich. Wayne McClare befindet sich auch unter den Schaulustigen. Nein, tut er nicht so ganz, denn er mimt jemanden, der dem Ganzen Einhalt gebietet, unter Vorgabe falscher, Vorspielung falscher Tatsachen. Er gibt nämlich an, dass er ja aus der hohen Politik quasi ein Abgesandter ist und befugt ist, diese Hinrichtung zu stoppen. Wer dort nämlich auf dem Richtplatz sitzt oder liegt, besser gesagt, oder kniet, ist kein anderer als sein Kumpel Phipps. Tja, und den guten Phipps, den hat ein Unglück getroffen, der ist nämlich ertappt worden bei einem Einbruch, was eigentlich sehr unüblich ist für ihn, denn er ist eigentlich auch ein guter Einbrecher. Er ist nämlich an der Nase rumgeführt worden, er sollte eigentlich die Mona Lisa stehlen, aber ist dabei quasi übertölpelt worden, höchstwahrscheinlich von seinem Auftraggeber. Und jetzt ist es an Wayne McClare natürlich die Ehre zu retten, weil also so geht's ja nicht, dass man mit seinem Freund so umspringt. Und so macht er sich auf mit seinen Spießgesellen und versucht, dem Auftraggeber das Handwerk zu legen, begibt sich in den Louvre und findet dort heraus, dass in letzter Zeit diverse Gemälde gestohlen wurden und nicht wieder aufgetaucht sind, was schon so ein bisschen merkwürdig ist und den Chef des Louvres auch nicht in so einem strahlenden Licht dastehen lässt. Also irgendwas ist merkwürdig. Und ja, Wayne McClare denkt sich dann eben so einen, wie immer, so einen schönen Coup aus, um die Leute an den Nase herumzuführen und vorzuführen und dem Gesetz zuzuführen. Ja, letztlich tut er das dann auch in der bewährten, humorigen Weise und das macht sehr viel Laune. Ist ein großer Spaß, ist, finde ich, auch die Stimmung in Paris schön eingefangen. Und den Trubel damals, das finde ich auch wirklich sehr gelungen. Der Eiffelturm wird mit eingebaut, also wirklich sehr viel Paris-Flair. Macht großen Spaß tatsächlich und auch Mensch, das würde man sich doch, also zumindest mal von jeder dritten Folge von Sherlock Holmes und Co. wünschen, weil die, also die Serie ist ja für mich ja nichts wirklich Spannendes und so tut dieses frische Blut dieser Serie mal so richtig gut, um es mal in Reimform zu sagen. Schön. Aber ich bin auch ein Wayne McClare-Fan, das ist vielleicht ein bisschen fies. Aber das halt auch mit Grund, das macht halt einfach Spaß, das zu hören. Das ist pfiffig, das ist originell, mit Humor, da hat man sich bei der Inszenierung eben was einfallen lassen. Und ja, und interessant, dass man das jetzt auch bei Sherlock Holmes und Co. zu hören bekommt. Vielleicht, weil man merkt, dass das nicht so dolle war bis jetzt. Ja, gibt's ja auch demnächst gibt es ja auch die größten Fälle von Scotland Yard in dieser Reihe. Hä? Ja, es gibt demnächst eine Folge von Sherlock Holmes und Co., wo ein größter Fall von Scotland Yard auftauchen wird. Okay, das ergibt jetzt irgendwie wenig Sinn. Ja, ist halt so. Es ist halt so. Ja, Wayne McClare ist ja auch kein Ermittler. Also eigentlich ist das ja auch... Doch. Schon, aber... In dem Fall sehr wohl, tatsächlich. In dem Fall vielleicht, ja, aber es ist halt... Ja, mit dem Augenzwinkern. Ja. Also ob man nicht genug Sherlock Holmes hat, es gibt ja noch ein bisschen was. Ne? Auch Titania hat nämlich einen Sherlock Holmes. Und zwar gab es da die Folge 37, der verschwundene Kutscher. Auch wieder ein Fall, den Herman Cyril McNeil geschrieben hat. Hatten wir, ich glaube, die letzte war auch, glaube ich, schon die, oder? War das die letzte? Weiß nicht mehr. Aber jedenfalls einer der letzten zumindest. Und den hat also Mark Gruppe wieder adaptiert ins Sherlock Holmes-Universum. Musste da wohl einige Klimmzüge machen und das Ganze heißt jetzt der verschwundene Kutscher. Ein Duke sucht den Rat des Meisterdetektivs, weil sein Kutscher verschwunden ist und das ist jetzt besonders fatal, denn er erwartet demnächst einen wichtigen Gast, einen hohen Aristokraten aus dem Russischen Reich,
Das ist jetzt halt besonders blöd, weil er braucht jetzt einen neuen Kutscher und ist halt natürlich immer schwierig, vertrauenswürdiges Personal zu finden. Und er findet es dann aber doch, aber der Kutscher bleibt ja trotzdem verschwunden und da sollte jetzt Sherlock Holmes ermitteln, woran das liegt. Und der geneigte Krimi-Hörer weiß natürlich schon, ja, das wird schon mit dem Kutscher und dem russischen aristokratischen Gast wird schon eine Verbindung haben. Und das ist eigentlich schon das größte Problem an dem Fall, dass er eigentlich so vorhersehbar ist. Das, was passiert ist, glaube ich, gab es in ähnlicher Form auch schon bei Sherlock Holmes, wenn ich mich da so recht entsinne, habe ich Ähnliches schon mal wahrgenommen. Aber wie gesagt, Sherlock Holmes lebt ja nicht unbedingt von den originellen Kriminalfällen, sondern vor allen Dingen von der Art, wie das dargestellt wird. Und das kann Titania ja richtig gut. Und insofern kann man diesen Fall auch wieder hören, weil es halt einfach ein tolles Duo. Die Dialoge sitzen da richtig gut und da kann man auch mal über einen schwächeren Fall hinwegsehen, fand ich zumindest. Ja, also ich habe mich jetzt nicht ununterhalten gefühlt. Nee, ich und, auch nicht, überhaupt nicht. Das war vollkommen okay, aber der Fall ist halt wirklich ein bisschen... Mir hat halt komplett die Ermittlungsarbeit gefehlt, oder? Die ja, da passiert halt nicht viel. Es ist halt einfach auch zu wenig Geheimnis drin. Ja. Also man hat ja schon als Hörer, wenn man schon ein paar Krimis gehört hat, die in diese Richtung gehen, weiß man ja schon bei der Erzählung im Wohnzimmer von Holmes und Watson, was da passieren wird. Ja, schon so ein bisschen. Irgendwie ist klar, da passiert irgendwas mit der Kutsche. Sobald der Gast da ist, wird da irgendwas passieren. Und das und ist recht actiongeladen, ne? Also, ja, ungewöhnlich. So geht, das ist auch sehr ungewöhnlich und reißt einen so ein bisschen raus aus dem üblichen Trott. Aber an sich, also wenn man dann wieder aufs Hörspiel guckt, man wird wirklich gut unterhalten und was soll man da dann groß rummäkeln? Also, nee, eben, das war jetzt vielleicht nicht der große Aha-Effekt drin, wo man denkt, das war jetzt aber mal originell, aber es war unterhaltsam und wie gesagt, gute Dialoge, das passt alles wirklich wunderbar zusammen, schönes, in dieses schöne Holmes-Universum, was Titania da seit 37 Folgen gebaut hat und Du hast übrigens recht, das unheimliche Pfarrhaus ist von ihm und die quietschende Tür, also vor dem Baskervilles. Genau, die Tür, noch. Die hatte ich dann im Rohr, aber das Pfarrhaus, ja, stimmt, war auch von ihm. Ja. Aber es ist interessant, das sind ja eigentlich keine, ich habe ja immer gedacht, das wären auch Holmes-Pastiches im Original, aber es sind es wohl gar nicht. Also es sind wohl, gibt es wohl irgendeinen anderen Ermittler und das wird dann Herlock von Mark Gruppe auf Sherlock Holmes zusammengebastelt. Ja. Herlock Holmes, genau. Noch ein alter Bekannter gibt es beim SRF und zwar Super Bruno. Da hatten wir ja beim WDR im vergangenen Jahr, oder war vielleicht auch schon 2017, fing es glaube ich schon an, glaube ich, ein Weihnachtshörspiel, Super Bruno. Beim WDR war das ja auf drei, oder beziehungsweise waren alle drei Bücher, also Super Bruno, Super Matze und Super, Laura, genau. So heißen die drei. Immer eine Geschichte, die aus dem Blickwinkel eines der drei Freunde erzählt wird. Super Bruno ist also quasi die erste, in dem dieses Zusammentreffen der drei, beziehungsweise Super Bruno und Super Matze kennen sich ja schon, also ohne Super, sondern nur als Bruno und Matze. Ihre Schulfreundin Laura kommt ja dann in diesem Teil dazu und so ist es auch hier. Bruno und Matze haben eine Hütte im Wald gebaut und die wird von einigen älteren Jungs platt gemacht und da sind sie natürlich auf Rache und finden die auch, schlagen da so ein bisschen schießen übers Ziel hinaus und kommen in so eine Bedrängnis und im Hintergrund läuft diese Fehde weiter. Allerdings, weil das halt auch schon ein bisschen ausgeartet ist, ist auch schon die Polizei am Werk und das hat alles so ein bisschen, wird alles so ein bisschen schwierig und bedrohlich für die Jungen. Ja, weil, wie gesagt, das Ganze ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist und wie sie damit umgehen. Das erzählt jetzt der SRF auch in einem Hörspiel. Das dauert auch eine gute Stunde. Bis auf den schweizerdeutschen Dialekt, mit dem man sich erst ein bisschen reinhören muss, aber dann sollte das kein Hindernis sein, dann versteht man es ganz gut. Bleibt das immer noch die bezaubernde Geschichte. Die Umsetzung ist allerdings ein bisschen, also mir zu hörbuchlastig. Also es ist eher inszenierte Lesung. Es wird die Erzählerin unterbricht eigentlich viel zu viel. Also zumindest am Anfang ist es extrem. Später wird es tatsächlich irgendwie ein bisschen besser. Da laufen die Dialoge dann auch ein bisschen alleine. Aber am Anfang ist es also so, dass sie sich da wirklich hinter jede wörtliche Rede mit sagte er und sagte sie und meinte er und meinte sie reinhängt, was ein bisschen anstrengend ist und auch ein bisschen unschön ist, weil
Ich glaube, die Kinder hätten das auch so verstanden. Wenn die Figur des Bruno was sagt, dann weiß man schon, dass der das gesagt hat. Also das sollte man Kindern auch zutrauen. Und das kann man auch gerne mal dann eh entsprechend unter den Tisch fallen lassen und den Kindern ein bisschen mehr Hörspiel zutrauen. Zumal das ansonsten Ja, auch immer. wirklich schön inszeniert ist und gut erzählt ist und das auch ohne diese übermäßigen Erzählereinsätze funktioniert hätte. Also die Story fand ich sehr bezaubernd, wie schon in der WDR-Umsetzung, auch in der SRF-Umsetzung. Kleine Absprechung bei der Inszenierung, aber es gibt es im SRF-Podcast zum kostenlosen Download. Und wenn ihr diese bezaubernde Story mehr hören wollt, dann besucht die Seite doch und ladet euch herunter. Ja, dann haben wir noch TKKG auf dem Schirm. Die Ja. 209 Drohbriefe von Unbekannt. Natürlich bei Europa. Ja, worum geht's? Willi fährt mit seiner Lehrerin zum Unterricht. Er ist recht spät unterwegs, aus diversen Gründen, und kommt fast zu spät zu einer Mathe-Klassenarbeit. Und was passiert? Es passiert ein Unfall. Und das Ganze bekommt mehr oder minder auch der Rest der TKKG-Bande mit per Handy, und Tim macht sich sofort auf zum Unfallgeschehen und will heldenhaft zur Seite springen und helfen, wo nur geht. Und dort am Unfallort angekommen, finden sie erstmal Willi, dem nur so bedingt was passiert ist, und die Lehrerin, die auch ins Krankenhaus erstmal muss. Und dann wird die Aufmerksamkeit auf einen Drohbrief gelenkt, den die Lehrerin bekommen hat. Unterzeichnet mit, ja, komischen Zeichen. 9R Kreuz 3R. Ja, was bedeutet das? Natürlich findet Karl heraus, was es bedeutet. Es bedeutet Peter. In, wie heißt diese Schrift nochmal? Ich habe Ich habe schon wieder keine Ahnung, vergessen. aber es war relativ einfach. Ja, also Ja. in diesem Kürzelzeug, was so Nerds hier so in so Computerspielen und so Genau. verwenden. Und da fällt doch gleich mal der Verdacht der TKKG-Bande auf eine Figur, die interessanterweise auch noch etwas mit einer Autowerkstatt zu tun hat, denn irgendwas scheint an diesem Wagen manipuliert worden zu sein. Habe ich schon erwähnt, dass das die Mathelehrerin ist, die da, nee, habe ich nicht, die in diesen Unfall verwickelt war. Lehrerin. Und der Schüler, der da im Verdacht steht, zumindest im Verdacht der TKKG-Bande, der ist auch noch schlecht in Mathe. Tja, da kommt also einiges zusammen. Da muss man jetzt nicht groß das Superbrain sein, um auf diesen Typen da zu kommen. Und sie stellen ihn zur Rede, und tatsächlich scheint er mit diesen Drohbriefen etwas zu tun zu haben, aber mehr auch nicht. Ja, was zum Hack ist denn dann passiert? Dann finden TKKG heraus, dass eigentlich nicht die Lehrerin hätte mit dem Auto fahren sollen, sondern ihr Freund. Und ihr Freund ist verschwunden. Und es wird noch merkwürdiger, denn als sie die Lehrerin im Krankenhaus besuchen und auf den Freund ansprechen, verstummt sie plötzlich und weist TKKG mehr oder minder zurück. In dem Raum befindet sich aber nicht nur die Lehrerin, sondern auch der Chef ihres Freundes. Jetzt wird es noch merkwürdiger, der sich um die Sache kümmern will. Und er behauptet, das habe mit einem anderen Verbrechen zu tun, nämlich mit einer Erpressung, in den, ja, diese Firma verwickelt zu sein scheint. Ja, es sind genug Merkwürdigkeiten, dass die TKKG-Bande da wirklich erpicht ist, herauszufinden, was zum Hack jetzt mit dieser Geschichte los ist, zumal ja Willi auch ein Leidtragender des Ganzen ist. Und so finden sie halt nach und nach, Stückchen für Stückchen raus, um was es eigentlich geht. Ja, Mensch, das konnte man doch ganz gut anhören. Also ich finde, die Folge war deutlich zu lang für so eine TKKG-Folge. Also das hätte man durchaus straffen können, aber gerade so, also der Anfang war, fand ich, sehr, sehr klassisch TKKG tatsächlich. Und na, wie sich dieses Verbrechen so langsam aufblättert, als oller Hörspielhörer hat man halt immer noch das Problem, ja, da ist halt in diesem Krankenzimmer, taucht halt Udo Schenk auf einmal auf. Ja, Ja, Udo Schenk. und jeder weiß halt, genau. Da bimmeln sämtliche Sirenen. Ja, das ist halt, ja. Aber das ist ja nur unser Problem. Ne, das weiß ja die Zielgruppe nicht. Oder noch nicht. Nee, ansonsten. Er war doch bei der, wann war denn, das ist doch gar nicht so lange her, da war da auch der, als Auch bei der hieß, TKKG? war das nicht auch Bestimmt. TKG? Oder war Bestimmt. das TKG Junior? Also, ja, irgendwas bestimmt. Irgendwo war er Immer. jedenfalls und war ja auch der Böse. Ja, aber ansonsten,
groß meckern will ich da jetzt ganz ehrlich gesagt. Nee, bis auf die Länge nicht, gar nicht, sonst war das auch echt richtig okay. gut. Es ist ja tatsächlich die zweite Folge jetzt in Serie, die durchaus hörenswert ist. Also das war, fand ich tatsächlich richtig gut. Also mir war es tatsächlich auch nicht so lang. Ich fand es, wenn man jetzt mal sieht, okay, eine TKKG-Folge sollte 50 Minuten lang sein, dann war es zu lang, weil sie ja 70 ist. Aber Es hat jetzt dadurch, keine schlimmen Längen, ist jetzt nicht übermäßig langweilig oder so. Es war vielleicht ein Twist zu viel, den ich vielleicht nicht gebraucht hätte oder vielleicht so ein bisschen den Schlenk mit der Pharmafirma, wobei das ja dann später ein Großteil war. Aber also da hätte man es so in den Verdächtigungen hätte man es ein bisschen raffen können. Ja. Aber ich fand das richtig unterhaltsam, am Ende auch richtig spannend. Ja, also gerne so weiter. Also wenn TKKG schon immer so gewesen wäre. Hat da der Autor? TKKG-Fan. Hat da der Autor irgendwie gewechselt? Martin Hofstetter? Keine Ahnung, aber das war jetzt wirklich die zweite richtig gute Folge in Serien. Ja, apropos gute Folgen in Serien. Twilight Mysteries hat die Folge 10 rausgehauen, namens Hades. Und es geht auch um selbigen. Es klingt erstmal ein bisschen merkwürdig. Was ist in der letzten Folge passiert? Da gab es ja diese besondere Konstellation von Planeten, als dieses Musikstück aufgeführt werden sollte und die Welt in den Abgrund getrieben werden sollte, was ja verhindert werden konnte. Aber diese Planetenkonstellation hat ja nicht nur diese Auswirkung, sondern ermöglicht ja einiges und Sapphire, Nina und Dave versuchen, diese Konstellation auszunutzen zu ihren eigenen Zwecken, treffen sich mit der Signora De Angelis und versuchen, was machen die denn da jetzt eigentlich? Meditation, ja, Zeitreisen, geistige Zeitreisen. Also sie versuchen auf jeden Fall durch irgendwas Transzendentales hinabzusteigen auf eine andere Bewusstseinsebene, wo sie einen Blick in die Vergangenheit werfen können, um etwas herauszufinden. Denn sie wollen herausfinden, was mit Thanatos damals wirklich passiert ist. Thanatos ist ja damals als einer der ersten Gegner bei einem Unfall angeblich ums Leben gekommen. Aber so recht weiß man es nicht. Und sie versuchen jetzt eben in diese Szenen quasi nochmal hinabzutauchen mit dem Hörer zusammen. Was schon sehr merkwürdig und ziemlich geil ist, rein von der Idee her. Also man taucht quasi in alte Hörspielszenen nochmal ein und bekommt dann mit, was zuvor und danach passiert ist. Also als die drei quasi nicht anwesend waren. Und so erfahren sie halt sehr abgefahrene Dinge auf sehr abgefahrenem Wege und müssen halt immer wieder gucken, dass sie immer wieder rechtzeitig zurückkommen. Denn Daves Kräfte, der eben vor allem Hauptverantwortlicher für diese Reise ist, mit seinen Fähigkeiten, ja, die sind halt auch nur begrenzt und so drohen sie halt Gefahr zu laufen, dort nicht mehr rauszukommen aus dieser Zwischenwelt und so landen sie tatsächlich am Ende bei diesem Unfall, bei dem Thanatos angeblich getötet wurde und reisen mit ihm in einer sehr abgefahrenen Szene dann gen, ja, titelgebenden Hades und treffen dort tatsächlich, na, sollen wir es verraten? Ja, auf dem Titellied ist abgebildet. Ja. Und treffen dort tatsächlich auf Cerberus. Eine sehr abgefahrene Folge, die mir großen Spaß bereitet hat, die wirklich immens abgefahren ist, selbst für Twilight Mysteries Verhältnisse, wo es ja immer ums Mysteriöse auch geht, aber was da passiert, das ist schon sehr abgefahren tatsächlich. Ja, aber es wird gut erzählt. Also von daher, also man ist jetzt nicht so als Hörer da allein gelassen und irgendwie verirrt sich da in dieser Folge, genau, sondern es ist ziemlich gut gemacht, sodass man auch nicht allzu viele Fragezeichen im Hirn hat. Also zumindest inszenatorischer Art nicht, weil man jetzt der Story wirklich gut folgen kann. Ja. Und das ist schon mal ein großes Plus dieser Folge. Und meine absolute Lieblingsszene ist, als sie in fremden Körpern landen. Das ist wirklich. Ja. Das war sehr lustig. Ja, das ist wirklich gut gemacht. Also das ist so dieser Humor ist gut dosiert da drin. Also das ist, überlagert es nicht. Also ab und zu ist es vielleicht mal eine Karotte zu viel. Ja, bei, wie heißt sie nochmal? Oh, manche Namen und ich. Nina. Bitte? Nina, genau. Da ist der ein oder andere Spruch vielleicht ein bisschen unglaubwürdig, zumindest in der Situation, wo die sich dann teilweise befinden. Aber geschenkt. Es ist ja halt auch die Figur und die ist halt eben so. Aber ich finde das gut, weil das halt so eine schöne Mischung ist aus Spannung und Humor und es ist halt viel drin. Schöne Serie. Und echt originell. Also auch von der Erzählung her ist es sehr originell. Ja, gerne weiter. Ja, gerne mehr. Sehr, sehr gerne.
Geht ja auch gleich weiter. Ne? Ja. Kommt demnächst wieder was. So, ja, dann darfst du noch mal zum Abschluss dieses Blogs noch mal einen Nachtreten sagen, nur das ganz, ist total falsch lag. Nein, ganz kurz und knapp. Ich möchte in allen Punkten recht geben. Üsswasser, DRS-Produktion aus 2010, Sabrina Andermatt, war wirklich toll. Also ganz stark. Kurz und knapp, sehr düster, also wirklich immens düster und schwermütig fast schon. Was heißt fast schon? Das ist wirklich sehr schwermütig. Das liegt aber am Thema. Ja, das hat mich auch lange verfolgt, muss ich sagen. Ja, also das dürft ihr sehr, sehr gerne anhören. Das war wirklich gut. Unbedingt. Mhm. Gut, das ist ja noch ein versöhnliches Ende dieses Blogs geworden, in dem viel gemeckert wurde. Das stimmt. Zu Recht allerdings. Ja. Ja, dann machen wir jetzt ganz schnell den Deckel auf den März, weil liegt noch einiges an Orcast vor uns. Mhm. Ach nee, Quatsch, wir müssen ja noch sagen, was wir jetzt noch nicht gehört haben. Gut, es ist nicht mehr viel, aber beziehungsweise was wir euch im letzten Orcast oder früher vorgestellt haben, fangen wir eigentlich mal im letzten Orcast an. Mathildas letzter Sommer war zum Beispiel dabei von Mary Weasley, DLF Kultur 2018. Und Stefan Zieglers Keltenkind, Band 3 und Band 4. Die beiden Folgen der Gruselserie, Teil 1 und 2, Polterabend und Yeti. Im Dienst, ein Hörspiel des WDR von Ferdinand Führer und Roland von Eusen. Ja, und Kluge Gefühle von Miriam Zari, NDR 2019. Und Takimo Tamquam, die Folge 32, bei Polaris. Ja, genau, früher, also in alten Podcasts schon vorgestellt und die Links findet ihr dann trotzdem bei uns auf der aktuellen Seite. Zum Beispiel Bruderliebe von Yves Ravet, WDR-Produktion aus 2013. Und Karoshi arbeitet sich tot von Matthias Karpol, WDR-Produktion. Ja, das großartige Wer das Schweigen bricht von Mechthild Bormann, eine WDR-Produktion aus 2012. Martin Heindels, Der Zug, nicht minder hörenswert, WDR-Produktion. Ja. Ja, das Programm der Freiheit von Fabian von Freiern, Andreas von Westfalen, WDR-Produktion aus 2015. Alaaf, großartig. Jochen Lander und Ralf Hamann, WDR-Produktion. Nur gute Sachen, ja. Zum Beispiel auch Nachtmahl von Rainer Nikowitz, WDR-Produktion aus 2016. Ferdinand Schmalz, Der Herzelfresser, eine RBB-Produktion aus 2016. Die dunkle Unermesslichkeit des Todes, eines meiner Lieblingshörspiele von Massimo Qualotto, WDR, NDR 2009. Ja, das ist richtig gut. Kontrollierter Sinkflug, Schauplatz International sind die Autoren, eine SAF-Produktion aus 2016. Ja, Christoph Brochnos Story über die Enkelin, ich weiß nicht mehr, also von Karl Marx jedenfalls, das Ende von Laura und Paul. Apropos, Karl Marx statt Lemnitz, genau. Lemnitz. Ja. Oh, ich Hörspiel-Nerd. Grüße an Regina Lemnitz. Karl Marx statt Chemnitz von Thilo Reffert, MDR-Produktion aus 2018. Und den Tod unter Gurken Nummer 2 von Kai Magnus Ding, SWR, gemeinsam mit dem Hörverlag. All das haben wir uns schon vorgestellt. Mein Gott, war das gut. Ja, jetzt sind noch ein paar Sachen, es sind doch relativ viele, obwohl wir euch jetzt schon ganz schön viel im März vorgestellt haben, aber es sind noch einige neue Sachen erschienen, die wir nicht gehört haben und keine Meinung zu haben. Zum Beispiel Dr. John Evelyn Thorndike, Folge 4, Die stumme Zeugin bei HM Audiobooks. Den PIDAX-Hörspielklassiker Der Diamant des Ratschas, eine Robert Louis Stevenson-Geschichte, umgesetzt vom Rundfunk der DDR aus 1976. Ja, bei Kittings gab es eine Osterfolge von Benjamin Blümchen, Das besondere Osterei, die 142. Folge der Reihe. Meine Freundin Conny, Conny und die Reise ans Meer, Karussell und Silberfisch 2019. Ja, bei den Ausrufezeichen tat sich auch was. Einmal gab es die drei Fragezeichen Kids 69, die Rätselfalle und bei den drei Ausrufezeichen, die 60 Liebescars. Habe ich drei Ausrufezeichen gesagt? Ja, es war drei Fragezeichen. Das ist immer das Alter. Globis Abenteuer in Rom beim Globi Verlag gab es auch. Die Göttinger 7, die zweite Folge Falsche 50er bei Saphir Tonart. Im Tesla Verlag Der kleine Major Tom, Folge 5 Gefährliche Reise zum Mars und Folge 6 Abenteuer auf dem Mars. Da ist viel Mars. Viel Mars unterwegs, ja. Teufelskicker 76, echt galaktisch bei Europa. Draußen vor der Tür, der Klassiker von Wolfgang Borchert, NDR-Produktion aus 1952, ist bei Jumbo auf CD erschienen. Ponto dos Mentis Rosos, Atlas eines Dorfes, ein Live-Hörspiel von Mersuka und Nina Hellenkemper, ist eine DLF-Produktion und die könnt ihr dort auch downloaden. Bei Jumbo erschienen Tina und das Orchester, eine Geschichte von Marco Simsa. Sternenfohlen gab es zwei neue Folgen, die 15 und 16, Sturm in Gefahr und Wolke und Waldgeister, das Ganze bei USM. Die kleine Schnecke Monika Häuschen ist Folge 53, krass. Warum Waschbären?
Hammer. Frank Witzel hat ein neues Hörspiel gemacht, bei dem er auch Regie geführt hat. Entwicklung einer Theorie heißt es und ist beim HR im Podcast erschienen. Das muss ich unbedingt noch hören. Who Moves? Eine mehrspurige Montage der Beweggründe, ach je. Swash Liu ist der Autor, die Autorin. Eine Co-Produktion von NDR und Deutschland Radio Kultur. Let Them Eat Money, welche Zukunft? Andreas Weil hat das geschrieben, ist bei RBB und Deutschlandfunk Kultur erschienen. Könnt es bei beiden Sendern downloaden. Der RBB hat eine Kurzfassung mit 55 Minuten ungefähr, in der DLF Kultur. Die Langfassung mit 66, glaube ich, ungefähr. Also zumindest ungefähr. Nochmal DLF Kultur, Heterotopia, ein Hörspiel von Luise Vogt. Bei DLF Kultur, gemeinsam mit CTM und ORF, haben produziert Israel Martinez Hörspiel Love and Rage. Und die gleichen sind verantwortlich für Sogokuru, ein Hörspiel von Aurélie. Nein, das kann ich nicht lesen. Liermann. Den zweiten Namen, nee, das ist nicht machbar. Nirabikali. Ja, Nirabikali könnte sein. Ja, ja, auch audioartiges, gleicher Sender, Figures on Ground von Jessica Ekomane. Der letzte Tag von Lissabon, ein Günther Eich-Klassiker. Im SDR gab es das. Also genau. Damals und SWR hat jetzt als Download nochmal zur Verfügung gestellt. Die machen jetzt öfter mal Archivaufnahmen zum Download. Gibt es ja eher im Radio selten, dass man alte Hörspiele nochmal als Podcast anbietet. Aber der SWR macht es jetzt und das ist zum Beispiel eins davon. Dann was für die jüngeren Ohren. Hobbs und Holly, die Schule geht los. Karussell aus diesem Jahr. Und die Warringham-Saga ging weiter. Folge 12, der dunkle Thron 2, Nikolas Treue. Mhm. Wie viele Titel stecken sie? Es ist immer wieder erstaunlich bei Audible. Dann gab es ebenfalls bei Audible die magischen Fälle des Peter Guans, die zweite Folge Schwarzer Mond über Soho. Ja, eins haben wir noch. Leo und die Abenteuermaschine, Folge 9. Eine Schnitzeljagd durch Raum und Zeit, der dritte Teil eines Dreiteilers. Genau. Und die wieder aufgelegten Hörspiele sind noch mehr. Also da gab es auch noch einiges, was schon früher mal zu hören war und jetzt wieder zum Download im Handel gab. Keine Ahnung, von Geheimnisumfolgen über Tommy und seine Freunde. Die letzte Folge der Ampelmenschen ist auch noch erschienen. Das könnt ihr alles bei uns im Blog nachlesen. Da ist einiges noch, was ihr euch gönnen könnt. Ja. Ja, aber jetzt Deckel auf dem Herz. Mach mal. Ja. Und gucken mal in die Restebox. Genau. Bis gleich.